Einen wunderschönen guten Abend. Noch sehe ich schwarz. Seht ihr schon bunt? Ich sehe schwarz. Jetzt sehe ich bunt. Yay! Herzlich willkommen. Wir sind wieder auf dem Klötzchen Community Server. Yay! Und ich werde erstmal in den Discord gehen und mal schauen. Ah, der Kai ist da. Guten Abend, lieber Kai. Na, es herrscht noch Schweigen. Schweigen, Schweigen, Schweigen. Wo kommt denn das ganze Heu her? Wieso bin ich hier im Heu? Kai, weißt du was davon, warum ich hier im Heu bin? Was hat Wusi getan? Der nicht. Er hat mich eingeheut. Ich habe unterwegs ganz viel Heu gefunden. Dann dachte ich, ich bringe dir das. Ja. Oh Mann. Ah. Das ist aber viel schönes Holz. Ah, da bist du. Hallöchen. Ich Hallöchen. buddel mich mal aus. Ja, dann buddel dich mal aus. Ja. So viel Heu regnet auf mich hier. Und da herzlich willkommen, Valeria. Ich glaube, die Meldung kam ein bisschen spät und die hat sich schon Tage vorher. Ein neues Mitglied. Ja, schön. Ah, oh, so viel Heu. Boah. Da können wir ganz viel Matschepatsche machen. Ja. Wie viel? Wow. Wie gut ein Brot in der Hand zu haben. Das eignet sich hervorragend, um das Zeug hier wegzunehmen. Das ist aber wirklich viel. Hast du die ganze Map geplündert? Fast. Auf dem Weg, Fast. dass der Weg war lang zu dir. Ah, okay. Ja, der ist noch etwas lang, ja. Ich bin Also auch das gespannt, erste ob. Mal in der World Border. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob Wusimo heute auch noch kommt. Ich weiß es nicht. Heute war es ein bisschen alles drunter und drüber gegangen. Ich musste erstmal ausschlafen. Bin Das ist heute doch Nacht vollkommen in Ordnung. irgendwann, ja, irgendwann heute Nacht um 2:30 war ich dann wieder zu Hause endlich. Juhu. Und dann konnte ich immer noch nicht schlafen. Ich sag's ja, die Geschichten Angst darf gerade, man ne? gar keinem erzählen, was wir hier alles so erlebt haben. Mann, Mann, Mann. Ich sag nur Deutschland, denn so ein Gesundheitssystem. Oh Mann, oh Schande. Frag mich besser nicht, ich antworte in dem, ich Bleib arbeite in dem bloß gesund. Das ist System. richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Naja, auf jeden Fall ist er da jetzt gut aufgehoben und bleibt auch Ja, das ist erstmal da wichtig. jetzt. Das kann Musstest ich du dir meinen ja mal Ohren ziehen, privat, oder? ich kann dir das ja mal privat erzählen, was wir hier so die letzten 2 Tage erlebt haben. Es geht dir auf keine Kuhhaut, sage ich nur. Oh Das je. macht sprachlos. Das ist echt der Hammer. Okay, gut. Also, ich habe mein ganzes Heu hier. Jetzt muss ich mal gucken, kriegen wir das hier noch irgendwo hin? Da kriege ich einen Teil rein und hier kriege ich auch noch einen Teil rein. Und dann ist alles. Also meine Ansonsten Bündel komm vor sind die jetzt Tür. voll. Habe ich Komm vor die eigentlich. Tür, ich habe noch ein bisschen Platz. Warte mal, ich hab ja noch meinen großen Rucksack. Ich weiß gar nicht, wie voll der. Oh, der ist auch voll. Ei, ei. Ei, ei. Aber da kann ich das Tote mal reinpacken, ja. Okay. Was für ein Schrampf alles hier in meinem Inventar ist. Das ist ja Wahnsinn. Ihr sammelt euch tot. Und hallo? Genau, fast 1,5 Jahre ist der Chefwurst-Player hier schon. Wow! Ich freue mich und schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Vielen, vielen Dank, du weißt schon. Kannst immer gar nicht oft genug sagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach, hier waren ja die ganzen. Ich muss hier irgendwie. Wie komme ich raus? Hier komme ich raus. Okay. Oh. Sag mal. Hat es bumm gemacht.
Da hat's Bumm gemacht, ja. Oh Mann, okay. So, mein Bettchen habe ich wieder eingesammelt. Ich glaube, das da vorne gehört Wusimu noch. Ich meine auch, wo ist der denn überhaupt heute Abend? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat noch gar nicht mitgekriegt, dass ich da bin. Vielleicht ist er auch verhindert heute mal. Ich weiß nicht, weil er weiß ja, dass wir montags immer Community Server So machen. Ich guck gerade, ob er ein irgendwie. GC ist mal da. Ich guck gerade, ob er on ist. Und nicht hier. Usimo? Ja, er ist. Ich frage ihn mal. Kommst du noch heute? Oder soll ich mit weiter? Wie hin? Wie gesagt, das ist ein bisschen chaotisch. Also wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, ob ich heute noch die Lust und die Laune habe, weil, wie gesagt, Wahnsinn. Kann nur die Kanalmitgliedschaft Nachricht da lassen. Wünsche euch einen schönen Stream. Alles gut, Chefboss. Alles gut. Wenn du nicht da gewesen wärst, wärst du nicht da gewesen. Genau. Wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass man das auch kommuniziert. Ne? Also wie gesagt, bei mein altes Team sozusagen, die kennen das ja nicht anders. Also auch schon im Bauteam und so halt. Ne? Aber wie gesagt, für euch Neuen ist das natürlich immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn, wie gesagt, wir kommunizieren halt solche Dinge. Deswegen So, muss also ich man bin auch. wahrscheinlich, ich muss mal gucken, vielleicht machen wir Mittwoch unser Teamgespräch dann mal. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Also Kummer bin ich auch gewöhnt. Mach deswegen mal keinen Gedanken. Ja. So, ein paar Minütchen noch warten, dass die Sonne untergeht. Ach ja. Das ist halt das Leben. So. Naja. Alles andere wäre ja langweilig. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich heute wieder eine Begleitung habe, mit der ich weiterziehen kann. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob er mir kurz geantwortet hat. Da ist er. Komm noch, sorry, die Meldung kam gerade erst rein. Alles gut. Keinen Stress machen. Wir warten auf dich. So. Er Kann man noch kommt. mal schnell einbauen? Was? Wollen wir ihn einbauen? Nö. Aber weißt du, was wir noch machen können? Ja, ich Was ich guck noch mache gerade, schnell. guck mal hier ist es. Höhle. Höhle. Ja, da war ich schon drin. Ist Da ganz ist lustig da nix. unten. Okay. Ein wunderschöner Dschungel. Da. Ein nettes So. kleines Häuschen. Also ich finde das sehr nett. Und es erinnert mich an gestern. Weil wir hatten so was Schönes vorbereitet. Aber ihr könnt euch jetzt sicher sein, dass wir aus dem Verhinderungsgrund eigentlich was Schönes machen jetzt, indem wir nämlich einfach nächstes Wochenende 2 Tage auf Abenteuer gehen. Weil Nein. hab sowieso die Befürchtung, dass dieses Abenteuer gar nicht mit einem Stream zu schaffen ist. Pass Ich auf, glaube. Platte auf. Ay, sorry. Ich war's nicht. Wusimu wollte ich das doch machen. Ja. Oh, Leuchtebärchen, Tiefenschiefer, noch ein Bogen. Oben habe ich auch einen. Wieso habe ich eigentlich eine Laterne bei? Du steckst mich an. Ja. Kann nichts dafür. Boah, kriegt das Ja, nicht was so runter hier bei zwischendurch, uns? ich habe gerade Abendbrot gegessen und dann wäre ich immer müde. Ja. Ui. Autsch. Das ist Bring dich doof. nicht rum. Nö. Bin nur gerade runtergerutscht. Dann stellen wir die Laterne hier hin. Wieso krabbelt auf mir in die Mücke rum? Mag keine. Du, ich habe auf dem Weg hierher, ne? Ja. Habe ich was gefunden. Nochmal. 47 Erzblöcke Dias. Was? Ich dachte, Wusimo ist so 47 durchgeknallt, aber du bist ja Erzblöcke noch schlimmer. Meine diamantensüchtigen Männis hier.
Und ich habe noch jemand, wer möchte, eine Hatchet gefunden. Ah, sehr schön. Die hinterlege ich dann beim Spawn irgendwo. Okay. Deine, wenn wir mal irgendwann wieder zurück sind. So eine Geschenkekiste, eine Ausstattungskiste. Ja. Ich kann mal noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, jo. Ich hüpfe mal ums Haus rum. Njam, njam, njam. Ah, so schöne Pizza, mag ich mich reinkuscheln. Essen kann man die ja. Als Pilzsuppe. Aber ich habe keinen Bock auf Pilzsuppe. Ich will keine Pilzsuppe. Wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich hüpfe hier mal so ein bisschen durch die Gegend, bis unser Wosimo hier erscheint. Muss natürlich aufpassen, keinen Fehltritt zu machen. Oh, da treibt sich der Golem rum. Ich habe mich schon gefragt, wo er ist. Hängst du in den Lianen fest? Was machen sie hier? Soll ich ihnen mal helfen, dass sie hier wegkommen? Kommen sie. Kommen sie mit. Ja, und gucken sie mich nicht immer so an. So als wenn ich Chinesisch rede. Wieso gehen sie jetzt weiter nach oben? Sie sollen nach unten gehen. Ja, meine Aufgabe zu erfüllen. Ja, sie können hier nicht... Dein Ernst? Junger Mann. Ja, junge Dame. Würden Sie bitte da runterkommen, sich auf mein... Ich weiß ja nicht, wo Sie hinwollen, aber das ist der falsche Weg. Ist da. Sehr schön. Oh, so viel besser. Okay, dann schauen wir mal. Dann wird er nämlich auch gleich in unseren wunderschönen Chatty kommen. Wir sind ja mal im Discord, da ist er schon. Hallo, Wosimo. Hab mich schon den ganzen Tag auf unser Abenteuer gefreut hier. Oh Gott. Was machst du? Du machst Bumm. Echt? Okay. Es ist ja merkwürdig. Ja, merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ja, war gestern noch nicht, vorgestern noch nicht da. Ja, vorgestern. Ja. Oh, ein Äpfelchen. So, wollen wir weiter? Jetzt muss ich mich nur dran erinnern. Ich glaube, wir waren Richtung... Westen. Westen immer unterwegs, ja. Genau, Westen. Westen. Richtung Sonnenuntergang. Westen. Norden. Westen. Da, rüber. Okay, wollen wir los? Wollen wir los? Wollen wir los? Ja, Moment. So, ich habe was vergessen. Auch noch ein paar Pfeile. So, jetzt gehen wir los. Okay. Guck mal, dein Bettchen ist hier noch gewesen. Bett. Ja, dein Bett. Ja, dein Bett. Wir hatten die doch aus dem einen Dorf mitgenommen. Guck, ich habe auch so eins. Ach, stimmt, ja, ich hab's vergessen. Oh, mein Wusibo hat Alzheimer. Wobei. Da müssen wir gut auf ihn aufpassen, nicht, dass er sich hier noch verläuft oder uns nicht mehr erkennt. Bitte, der ist mir mal so alt wie ich. Da 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 la 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 Kühe, 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 Kühe. Ei. Platsch. Hui. Der olle Kuhmörder. Einer hat es gesehen. Ei. Kuhmörder, Kuhmörder. Was ist denn da hinten? Was heißt hier ist ein Häuschen. Da ist ein Häuschen. Oh ja. Da ist ein Häuschen. Ein kleines Häuschen. Aber irgendwie
Oh, das ist so ein Anfänger, quadratisch praktisch Guthaus. Schaut Ja. mal, aber das reicht vollkommen. Ist ein bisschen niedrig. Also ich leide ein bisschen an Klaustrophobie hier drin. Man kann nicht wirklich, und vor allen Dingen, wenn ihr im Bett hinpackt, tut mir den Gefallen, baut mindestens drei hoch, weil ihr stoßt euch Sonst den tut's weh Kopf. beim Aufwachen. Genau, dann wacht man mit ganz neuen Kopfschmerzen auf. Das ist nicht gut. Da. Dann machen wir uns mal auf. Jemand einsteigen? Ja, mein Boot ist irgendwie abhanden gekommen. Ey. Ich hab's aber nicht, Ich oder? Nö. Ich hab's nicht. Bin unschuldig. folge dir. La da da di. La da da. Eine La la Bootsfahrt, la die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. la. Oh ja. Da kann man lauter Pilze sehen. Da vorne ist ein Turm. Dort hinten sind Richtung irgendwie Norden drei. hin. Da ist wieder so ein Turm, Hetscheturm. Und Ruinen. Guck mal. Tot, tot. Ach, das ist eine Windmühle. Ich habe mich übrigens immer gefragt, ob in diesem Windmühlenhaus oben auch was drin ist. Aber ich glaube Mal einfach mal nicht. nachgucken. Ja. Na, immer mal nachgucken. Aber ich glaube, das ist massiv gebaut. Das sieht irgendwie massiv aus. Jemand zu Hause? Ja, ist massiv gebaut. Okay. Gibt es hier auch eine Tür? Hier gibt es noch Pilze. Hopp. Hey. Da ist ein Musimu. Do, 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 do. Ah. Da Ausguck. ist noch eine Mühle. Und ein ganz großer Turm da hinten. Wenn du hier Wo? oben stehst, da hinten ganz schräg rüber, ist noch ein ganz großer Turm. Der ist noch Da heile. hinten ganz. Ja, der ist Ach, noch da. heile. Warte mal, ich hüpfe mal über die Bäume dorthin. Oi. Boing, boing, boing. Dein, dein. Guck mal, der ist noch heile. Hinterm Da gibt es auch Marktplatz. Aua. Marktstände. Da gibt es was zum Oi. Pinseln. Hui. Aber das ist ein schöner Turm. Mit Blumentöpfen. Bisschen dunkel hier. Macht hier doch was Licht. Aber ist cool, der ist noch intakt hier. Den gibt's noch. Vielleicht nichts Besonderes drin. Oh. Pinsel habe ich nicht wirklich Lust. Hab schon so viel gepinselt, außerdem habe ich eh keinen Platz mehr. Da. Oh, hier ist ja schon wieder dunkel. Wie oft wird denn hier Nacht? Nicht so oft wie bei es wird Pixel Ja, aber wirklich. Winter. Das ist ein Fluch hier. Also auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr hier noch eine große Ruinenstadt zum Rauspinseln. Hier ist bestimmt noch eine ganze Menge drin versteckt. Ihr seht, ne? Hier ist ganz viel. Ich habe echt keinen Platz mehr. Das bisschen Plätzchen, was ich noch habe, das möchte ich nicht unbedingt jetzt vollpinseln mit Dingen, die ich schon besitze. Und hier gibt es auch ganz merkwürdige Häuser. Meine Maus klemmt. Böse Maus. Das war auch mal ein Turm. Aua. Da. Da, da, da. Da, da, da. So, mein Staub ist abgewischt. Ich guck noch mal auf die Map. Ja, die ist relativ groß, diese Ruinenstadt. Also wir haben gerade mal einen Teil nur gesehen. Die ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Nicht So. weit in den Dschungel rein. Auf geht's. Bootrennen. Immer an der Küste lang. Yay, damit wir sie aufdecken. Ruder, Ruder, Ruder. Paddel, paddel, paddel. Oh Mann. So, auf jeden Fall ein wunderschön entspanntes, ablenkender Abend heute. Das werden wir schon schaffen, wo sie mu nicht. Ja. Ach, ich weiß, ihm geht's ja gut jetzt. Er ist ja in guten Händen und wird versorgt. Ist aber trotzdem immer eine Anspannung. Ja, klar.
Er möchte schon in solche Orte immer. Freiwillig. Bestimmt nicht. So, mal gucken auf meiner Map. Was haben wir denn da? Oh, da gibt es viel Lava auf dieser Insel. Sehr merkwürdig. Jetzt häng ich hier. Was machst du mit deinem Floß in meinem Boot? Hängst du jetzt auch schon an wie Wusi? Der blockiert mich auch immer. Und ich wundere mich immer, warum komme ich nicht? Anna ist Hanna. da. Hanna, hey. Hannachen ist da. Langsam trudeln sie alle wieder ein. Ich finde das so schön. Ich finde das so schön. Und die Christa ist Mit auch Nonstop-Pack ist da. dann auch ganz lustig. Ja, wie gesagt, die Christa ist auch da. Und Christa macht ja mal so schöne Videos. Also ich kann die euch immer nur wieder ans Herz legen. Die sind so herrlich. Die hat ja voll das Hexenproblem gehabt im letzten Video, was ich geguckt habe. Und Okay. ein kleines Grabsteinproblem, weil die Hexen Oh, sind ich nämlich glaube, ganz ich schön habe da was frech. entdeckt. Du hast was Ich entdeckt. glaube, da ist was. Moment. Ich lasse mich gerade auf der Karte gucken. Ah, ne, das sind nur Kürbis. Ja, ich muss mal kurz gucken, was meine Hundis schon wieder haben. Bin gleich wieder da. Wusi. Ah, schon eingebaut. Ich hab's gesehen. Ich bin unschuldig. Und dann noch im Wasser, damit es auch richtig Spaß macht. Okay, was hast du gesehen? Es waren doch nur Kürbisse auf meiner Minimap. Ah, Ich dachte, okay. da wäre was. Okay. Naja, wir können ja ein bisschen hier durch die Botanik streuen. Warum nicht? Immer nur paddeln ist ja langweilig. Hattest du denn gesehen, was für tolle Höhlen wir gefunden hatten? Ja, ich habe den Hammer, Stream dann oder? nochmal angeguckt. Hier sind richtig Hammer. Jetzt schnapp ich nach Luft, weil ich bin gerade die Treppen wieder hochgerannt. Warum rennst du denn auch? Ja, weil ich immer weiß, dass wenn ich zurückkomme, man mich wieder ausbuddeln muss. Eine alte Frau ist doch kein D-Zug. Na, eigentlich nicht, nee. Ein gemütlicher Schnaufelbummelzug. Ach, wo ist Simon? Nimmt sich ein Hund mit? Jo. Er hat seinen irgendwie verloren. Er hatte nämlich irgendwie schon mal einen auf der Reise, Ja. aber irgendwie ist der abhandengekommen. Ich glaube, der ist kläglich ertrunken irgendwo. Eieiei. Ja. Das sind die Schweizer, die kennen kein Wasser. Ja, vielleicht war er kein guter Schwimmer, das kann passieren. Da vorne ist schon wieder Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Loch, Und Loch, Loch. Schweinchen. Da, die, da, da. Noch mehr Höhlen und Löcher. Eine Wassergrotte. Okay, dann geht's wieder übers Wasser. Was soll's? Hopp. Okay, wie ich nicht rein, dann Kann ist sich mal klar. so schlecht Okay. umdrehen mit dem Boden. Rückwärts gucken. So, dann bin ich mal gespannt, was wir noch so alles entdecken. Was ist denn da vorne? Schon wieder so ein Fischer. Und hallo Marina. Schön, dass du auch vorbeischaust. Ich freue mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Oi, 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 oi. Guck mal. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich kann gerade schon wieder. Ich nehm's dir mit. Oh, es ist aber eins ohne Leuchtturm, schaut. Diesmal ist es ohne Aber einen ich nehm dir Leuchtturm. das Holz mit, wenn's noch da ist. Okay.
Meine Bündel. Ich habe Du noch. nimmst aber bitte kein TNT anfassen, weil das explodiert hier sofort. Das Ja, das macht habe ich schon gemerkt. Inselbumm. Ja, ich habe auch schon eine halbe Insel weggesprengt hier. Aber okay, auf jeden Fall haben wir diesmal mehr Glück, weil die Insel Oh, ist nicht perfekt. hinter der World Perfekt. Border. Ja. Das brauchen wir auch. Aber warum kann man das hier nicht abbauen? Nein, Finger weg. Finger weg. Hier spielen die. Hier sind auch viele Katzen. Also das Interessante ist dieses Schiff hier. Ich mag dieses Schiff. Ich gehe mal kurz in die Kabine, ja. So, weil ihr müsst wissen, hier gibt es geheim. Hier, hier Oh. und hier. Wir Ich hab sehen. gerade kommen. Ah. Und hallo, liebe Hanna. Ja, deutlich besser geht's mir und euch. Ja, hier geht auch alles. Alles seinen Gang. So, schaut mal hier. Smaragde und hier Eisen, Aus Smaragde immer Erfahrungsfische. gern gesehen. Ja, hier, wie gesagt, eigentlich liegen hier auch öfters mal Diamanten drin, aber. Also, ich denke mal, es kann gut sein, dass hier schon jemand war. Da-da-di. Ich muss mal kurz gucken. Also wie gesagt, hier gibt es 100.000 Blöcke und Dinge. Und schaut mal, hier gibt es zum Beispiel im Gegensatz zu den anderen Inseln wieder andere Banner. Ihr seht das, rote da vorne. Und hier gibt es diese bunten, schönen Keramikblöcke. Aber es gibt wieder keinen Tränkestand, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich muss Hätte ich mal irgendwo gucken. Gold gesehen. Was machen die Katzen da? Sind zwei siamesische Katzen. So, das nehmen wir mal mit. Das finde ich nämlich sehr schön, dieses Banner. Und dann schauen wir doch mal hinten bei dem. Ah, doch, es ist der Tränketrank. Trank. Mann. Geht Tränkestadt. Also hier gibt es Flaschen, wie gesagt. Die kriegt man Was halt tut nur denn? hier. Gibt es eine Schallplatte? Warte mal, welche ist das? Wait. Okay, ich kann so zwar einlegen, aber ihr werdet sie nicht hören. Oder? Doch. Okay, Den das Trank darf musst du ich nicht mitnehmen. spielen. Ja, die, kannst du die bitte rausnehmen? Ich darf die nicht abspielen. Die hat zwar Zion Bobo.418, aber da habe ich schon Strike wegen gekriegt, wegen der. Warte, ja. Den Trank musst du mitnehmen. Welchen? Den hier. Den kleinen da, den Den dicken? zweiten von rechts. Den Zweiten da? von rechts. Nee, den anderen. Von rechts, nicht von links. Der hier? Genau. Was kann der? Oh, Trank des Glücks. Ja, das Glück kann ich gebrauchen. Was gibt's denn hier noch? Wurftank, ja, Unterwasseratmung. Warum mal nicht? An der hier? Trank der Weißt du, was es hier Unterwasseratmung. nicht gibt? Also hier gibt es tausende von Ketten. Also wer. Das ist im Grunde genommen so auch wie Farming Areas im Grunde genommen. Wenn ihr mal keinen Bock habt, irgendwas zusammen zu farmen, also gerade Beton oder so. No, also das ist ja doch aufwendig mit Sand und Kies diesen Beton zu machen. Da könnt ihr Tatsache im Grunde genommen hier euer Glück versuchen und vielleicht findet ihr die entsprechenden Farben. Also das ganze Boot ist voll. Oh. Da sind ja. Oh mein Gott. Und ich sagte noch Finger weg. Das Wer war hat das da wieder Baby. seine Finger dran gehabt? Wer war das? Das Baby da unten. Das Baby da unten. Wer ist schuld? Du bist Ja. schuld? Du kleiner Mann. Du kleiner Mann. Ja, was hast du getan? Du kannst doch hier nicht die halbe Insel kaputt machen. Bist du denn doof? Das geht gar nicht. Wo soll man denn jetzt schlafen? Man kommt ja gar nicht mehr in die Häuser rein. Oh, das war ja. Uns einfach ein Loch von hinten. Da, gehen Sie mal bitte raus. Ihr Sohn hat gerade die Insel kaputt gemacht. Didüm, genau. Didüm. Hey, also echt. Es gibt Ja. hier kein Geholz. Dann guckt er mich noch vorwurfsvoll an, weil ich in seinem Haus schlafe, weil sein Sohn da ein Riesenloch kaputt gemacht hat. Oh Mann. Naja, kann passieren. Ist dann halt mal so. Mir ist das auch schon passiert. Also wenn euch solche Sachen passiert, ihr müsst die auch nicht wieder aufbauen oder so. Ist Quatsch.
Na, dann passieren solche Sachen halt mal. Wie gesagt, merkt euch einfach Finger weg. Oh Mann. Ah. Naja, wenigstens konnte ich ja noch meinen Banner retten und alles schick. Okay, dann. Aber weißt du, was es hier nicht gibt? Was? Das Zwirholz. Das stimmt. Diesmal ist kein Wirholz da. Und wir brauchen noch so dringend blaues. Blaues Wirholz. Ja, ich auch. Mann. Ich brauch genau zwei Türen. Ah, oh, den müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo noch was hin. Komm, lass uns mal ein bisschen noch übers Land laufen. Jetzt kommt ein Sumpf. Aber lass uns mal irgendwie. Nee, ich würde sagen, wir fahren doch an der Küste lang. Ich glaube, das ist besser. Durch den Sumpf hüpfen habe ich jetzt nicht wirklich Ambitionen zu. Wenn wir was entdecken, dann werden wir es besuchen. Da 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 da. La 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 Da la. ist ein Wrack unter Wasser. Da ist ein Wrack unter Wasser. Okay. Ah Aber ja. genau da. Ich sehe es ja. Ich bin nicht so der Taucher. Ja, ertrinke ich immer. Ich bleibe immer irgendwo hängen. Das können wir dann mal machen mit dem. Oh. Dir ist das zum Glück nicht passiert. Da hast du Glück, Anna. Bei mir war so, ich dachte so, oh, TNT, nimmst du mal mit. Schönen Dank auch. Schöne Falle. Aber ich hatte Glück, meine super-duper Rüstung hat mich da gut geschützt vor. So, was Interessantes gefunden, ihr zwei? Ja, habe ich. Moment. Okay. Und zwar Küstenrüstungsbesatz Spielevorlage. Mag die jemand haben? Oh, ich habe so viel Rüstungsbesätze. Ich muss meine Rüstung erstmal besetzen, sozusagen. Habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich Ich wollte ja habe eine da ganz keinen Platz mehr. bestimmte machen. Also wenn es jemand haben möchte, ist gar kein Problem. Ich habe hier welche. Ja. Und in meinem Lager habe ich auch noch ganz viele. Das geht, weil ich so, wie gesagt, ich suche eine ganz bestimmte. Also, aber da müsste ich jetzt gucken, Welche suchst du welche, denn? wie die heißt, genau. Weil ich merke mir die Namen immer nicht. Das hat irgendwas mit Natur zu tun. Da, ich schauen wir doch mal. Luschern mal wieder eine Runde auf der Map. Hier ist nichts Interessantes. Alles grün und sumpfig und stinkig und will keiner haben. Seid denn hingefahren? Da, 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 da. La, 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 la. Was? Habt ihr schon wieder was unter Wasser entdeckt? Nein, ich habe dich gesucht. Da bist du ja. Ja, ich fahre an der Küste lang, damit ich die Map ein bisschen mehr aufdecken kann. Da deckt sich die immer besser auf, wenn man so immer so ein bisschen in Küstennähe bleibt und dann ein bisschen hin und her fährt. Meinst du Wegweiser, die Schmiedevorlage? Ah. Ja, die Schmiedevorlage. Es gibt ja ganz viele verschiedene und ich habe die, glaube ich, irgendwas mit Wald. Irgendwas mit Wald. Ah, ich guck mal, ob hier irgendwas ist, aber ich würde sagen, das ist eher am Landesinneren, wenn überhaupt hier was ist. Weil es ist natürlich Irgendwas, nicht das unnütz ist und überall das was. Oh, folgt. eine schwebende Insel. Guck mal. Die ist ja witzig. Einfach eine Insel. Die hängt da einfach so rum in der Luft. Und so klein. Ja, eine kleine Mini-Insel für Schlümpfe. Vielleicht wohnen die ja da. Da, 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 Guck die. mal da, was da unter Wasser ist. Ein Tempel bestimmt wieder. Ich will gar nicht bei. Nee, Ah, nein, das da ist kannst wieder so, ja, wo du auch pinseln kannst. Ruin. Ja. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen an so eine Unterwasser-Ruinstadt mit 7 Ruinen drin. Da habe Davon ich ist nämlich auch eine eine Ruine. Riesenglaskuppel unter Wasser gebaut und habe da ein Dorf reingebaut, habe quasi Ruinen wieder aufgebaut und Wow. das könnt ihr alles sehen im Land des Zauberer Orkork. Und zwar das Prismariendorf.
Und da direkt eingeben, den Titel. Und dann seht ihr nämlich mein Prismariendorf, was ich damals mit einem kleinen Team zusammengebaut habe. Oh, schaut mal. Mit einem Team zusammengebaut habe. Also aus der Zeit zum Beispiel, da war der Wotan dabei. Den habe ich da kennengelernt. Der Patenonkel und Kateiner. Und dann, Was zum dann Königreich? Nighty und Silistra und Kroko kamen dann auch vorbei, weil das war ja ein Teil der Geschichte vom Zauberer von Orkhorg und es war mega witzig. Und die Soera war damals auch schon dabei, die habe ich nämlich heimlich auf den Server geschmuggelt. Ja, unsere Susu. So fing das an. Die hat nämlich einen mega großen Kraken dort gebaut und damals war das zum Beispiel so, dass wir Shemp damals mit wie heißt er doch gleich, der andere Pirat, Kapitän Kubosa, zusammen eine Videoreihe gedreht haben, die sie nicht weiter drehen konnten, weil sie das irgendwie zeitlich nicht hingekriegt haben. Naja, und die sind dann quasi in dem Prismariendorf gestrandet. Und als wir diese Geschichte, diesen Teil gespielt haben, da kam nämlich genau der Satz vor: Oh, ein Pilz und Kroko ist weg. Seitdem ist es dieser Running Gag, ja. Weil da kam nämlich genau das Gespräch drauf. Weil ich eigentlich immer prädestiniert bin, wenn ich eine Führung mache, immer so schnell zu laufen, dass die anderen nicht hinterherkommen. Und in dem Falle war das schwierig, weil ich habe dann versucht, Kroko da rumzuführen und Kroko lässt sich immer gerne mal ablenken. Und wie gesagt, oh, ein Pilz und weg ist er. Oh, also, ja. Wenn ihr noch irgendwo Gold findet, ich versuche gerade goldene Karotten zu machen. Okay. Okay. Ding. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Lust, da das ganze Schiff Ich auseinanderzunehmen. hoffe nicht. Das ist irgendwie immer so. Hast du denn schon den Schatz hier geplündert? Gut. Hier gibt's Nein, ich habe TNT. Eisen da gelassen. TNT, hier gibt's noch Sachen. Also ihr seht, das ist nicht alles immer Fluch des Verschwindens oder so. No, also. Und wir können ja noch mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar hoch. Jetzt falle ich hier ins Loch. Haltet mal. Und zwar ist das die Mod, also wo diese Inseln mit Leuchtturm und solche Sachen, das ist die Gatkongsmoor Villages Data Pack. Mit dem Muss ich spielen wir erstmal hier, herkriegen. damit ihr das wisst. Hallo Papagei. Und es gibt hier halt auch immer Papageien und so. Das ist normal. Und von denen sind auch die wunderschönen Banner, die man so zwischendurch hier mal findet. Kleiner Papagei, das ist keine gute Idee, was du da machst. Du wirst jämmerlich ertrinken. Ja, komm mal raus da, das geht nicht. Ich bin der König der Welt. Jo, hättest du wohl gehabt. Ich bin der Fuchs der Welt. So, okay. Guten Abend, lieber Bluespace. Sehr schön. Ich habe gerade gegoogelt, gerade welche Rüstung besetzt du suchst. Ist die Wild. Ja, die Wildnisrüstung. Genau, die suche ich. Glaube, da Da habe habe ich ich noch welche. nicht so viele Teile von, aber ich habe schon welche davon. Die sind, glaube ich, in meinem ersten Starterbase-Haus. So, seid ihr bereit? Weil ich hier so eifrig vor mich hin paddel schon wieder. Richtung Westen. Go West. La 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 la. Es ist aber ganz schön viel Schiffverkehr heute. Wieder ein Fischer. Ja. Ich glaube, das ist ein Krabbenfischer. Der angelt so nah an der Küste. Da ist. Da-di-da-da. So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen in die Nähe von der Küste kommen. Dann sehen wir ja nicht, was an Land ist. Tschu. Ich sehe einen Pilz. Ja, ich auch. Ganz viele Pilze. Noch mehr Pilze. Und einen Wald, den ich nicht mag. Und die Sonne geht schon wieder unter. Motz, Motz. Mi, mi, mi. Eichen sind doch schön. Ah, zum Bauen, ja. Ja. Aber nicht zum Durchlaufen. Okay. Na, mal sehen, wo unsere Reise uns hintreibt.
So, wir müssen jetzt wieder Richtung Westen. Oh, Ich ist da. wurschtel mich gerade hier Was so ist denn ein da bisschen. vorne? Was ist denn da rechts von dir? Rechts. Hast du Glaube, eine das ist Ruine? so eine Ruine. Aber Was da gibt's da könnten wir unten? übernachten. Bei den zwei Ja, ein bisschen Pixel traue feucht. ich mich ja nicht, auf Flirithöfen zu schlafen. Da sind immer Geister, die ärgern mich. Ei. Ui, Das das mal das könnte auch Wasser ein hier zu. Dungeon sein. Da. Es könnte ein Dungeon sein. Das kann auch ein Haus sein. Normalerweise, das sieht mir nach einem Dungeon aus. Ja, ist das, aber das ist Das unter ist. Wasser, so wie das aussieht. Ich tauche Ja, mal kurz ab, ich komme ich gleich wieder denke hoch. mal, der ist voller Wasser. Und Schwämme haben wir keine mit. Nee, ist er Also. nicht. Okay. Aber ich komme nicht runter. Ja, hier ist überall Wasser. Hallo? Seht ihr? Ist so komisch da nicht runter. Ah, jetzt. Hier unten ist kein Wasser. Okay, ich bin auf dem Weg hier. Okay. Ja, der Ort ist nämlich. Wieso liege ich Teppich? Keine Ahnung. Okay, ich mach mal Licht an, damit ihr mal seht, wo wir hier sind. Hier gibt es ganz viel Eisen und Kohle und ja. Ihr könnt da Zeug brutzeln sozusagen. Ich habe noch 14 Fackeln, das ist nicht gut. Okay, und hier, ich glaube, das ist der mit den geheimen Räumen. Ich kann dir welche geben. Ich habe noch ganz viele von Okay. ganz viel Also, Objekte. ich weiß, dass hier Geheimräume sind. Da muss man dann immer ein bisschen mal gucken. Wenn man nicht gerade irgendwo in der Höhle verschwindet, das ist Wie ja macht gerade mal das Wasser weg? lebensgefährlich. Wie seid ihr da Ich runtergekommen? ich bin einfach Moment, ich tue rein das und Wasser gerade ab. Ich tue das Wasser gerade abstellen. okay. Dann gucke ich mich hier schon mal irgendwie ein bisschen um. Okay, hier geht es nämlich noch weiter. Dann mal gut. Da. Wo ist die Wasserquelle? Hier ist sie nicht. Oh, da oben ist auch noch irgendwo einer. Naja, ich gucke auch gerade schon. Naja, Okay. komm. Zumindest ist die Truhe schon mal trocken. Ja, ich habe ja hier. Ja. Wir machen ja mal ein bisschen trocken. Okay. Oh, was ist das denn? Kohle. Ja. Na toll. Dann. Wo bist du denn gelandet? Es ist mal gut. Okay, müssen wir so lassen. Okay, ich muss mal gucken. Weil normalerweise gibt es hier Ja, im Boden. Geheimräume. Das ist sehr Da gibt's merkwürdig. Das Wasser. scheint sehr klein zu sein hier. Das sieht nicht aus, als wenn hier irgendwie. Weil das so eine bestimmte Steinkombination, die Rio mir gezeigt hat. Wenn man die findet und da durchgeht, dann. Weil ich glaube, hier ist nichts. Ist, glaube ich, nur ein kleiner. Weil hier geht es, glaube ich, auch nicht weiter. Nein, hier ist Wasser drin. Ich glaube, das ist einfach doof generiert. Es ist einfach doof generiert hier. Wie ihr sehen könnt. Also da haben wir keine Chance. Das ist nur eine kleine mit Krümelpflanze und ihr seht schon. Also wenn dann die Wände hier aufhaut, da passiert gar nichts. Außer dass man im Wasser steht. Weil das sieht man nämlich, wenn da noch Sachen sind. Na gut, dann können wir uns dort sparen. Denn brauchen wir da nicht weiter suchen. Ich Ist finde zwar das schade. Kommentar noch leer macht. Ist schade, aber naja. Ist nicht weiter schlimm. Ich sehe von hier aus sind wir ein Redstone-Herz. Ist da irgendwie komisch. Hui. Weißt du, siehst was? Redstone? Redstone, ja. Wenn man Oh. Richtung Norden schaut.
Sehr verdächtig. Von hier aus nach Norden. Oh, okay. Da müssen wir unbedingt mal hin. Das ist geheimnisvoll. Ich mag Geheimnisse. Mögt ihr auch Geheimnisse? Ja. Ich glaube, kommt drauf an. Ja. Ich glaube, da sitzt ein Golem. Ein Redstone-Golem. Das ist, glaube ich, eine Statue. Ja. Und da ist eine Höhle. Das ist eine Statue, die ist auseinandergefallen. Eine Okay. Höhle? Da ist eine Höhle. Und schon direkt so eine. Eine zum Reinfahren. Nö. Oh. Ja, ist aber. Ja, der Höhlenbewohner, der mag uns aber nicht. Ja, da auch nicht. Hey, wieso habt ihr eigentlich nur auf mich abgesehen, hä? Weiß ich nicht. Hehe. Ui. Ui. Freunde. Ei. Ist aber hübsch. Wartet mal, ich mach mal Licht an. Da sind aber viele Kuschelfreunde, die hier wohnen. Ganz viele Kuschelfreunde. Ah, getroffen. Ui. Und tot. Aber hübsch. Hier noch weiter runter. Oh, hier geht ein Fluss lang. Da möchte ich nicht reinfallen. Ich habe so eine Ahnung, warum wir hier wieder sind. Ihr wollt doch nur schon wieder Diamanten finden. Ihr sucht doch nur wieder eine Möglichkeit nach ganz unten. Ui, ihr müsst da mal runter. Wow. Ui. Nicht runterspringen, Warum nicht? runtergucken. Es geht ein bisschen tief runter. Ah. Okay. Ihr habt mich überzeugt. Ich habe zwar nichts mehr, wo ich was sammeln kann, aber Kai hat ja gesagt, er hat Platz. Also gehen wir jetzt hier Ich einfach. habe noch ein bisschen Platz. Okay. Ja, ich habe auch Sachen, die ich da lassen kann. Au, 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 au. Was machst du da Au. schon wieder? Kopfschmerz bei der Ja, ich mache immer nur. Dann geht's schneller mit zwei. Netzhebe. Aber schade, dass es hier keine Flatter gibt. Es wäre cool. Oh ja. Hier geht's über Eisen. Oh, ist das hübsch. Vielleicht können wir da irgendwo ins Wasser springen. Ein bisschen Umwege laufen. Hui. So ein schönes Wassersystem hier. Weiß nicht, wenn ich da runterspringe, ob ich da weich im Wasser lande. Man könnte das auch so machen, guck mal. Hui. Hier gibt es nette Bewohner, schaut mal. Wieder so eine Nervensäge. Da, ich würde mal mein Bett hier hinstellen. Sicher ist sicher. Boah, die Höhle ist aber wirklich schön. Vor allem im hellen Licht. Meinem Gamma-Gedöns sei Dank. Sollte mal das Schwert nehmen. Da. Ich muss die hier auch mal installieren, das kann man nicht Oh. mit. Welche sind so viele unfreundliche Einwohner? Was fällt dir ein, mich zu hauen? Sag mal.
Ist das hübsch hier. Und es wird immer hübscher. Das ist wieder so eine schöne Höhle, in der man Diamanten auch finden. Oder vielleicht einen anderen Bewohner. Was? Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Diamanten. Yep. Das war klar. Oh Mann, ey, das ist doch wieder nicht normal. Da, ich hab mal die Kuschelfreunde ausgelöscht. Ist das eine Höhle hier? Schaut euch das Ding an. Die geht doch so tief runter. Und so viel Krümelblumen gibt's hier. Und ich Eisen. Ich hab eine Geode gefunden. Oi. Oh wow, wenn auf man den Richtung Weg Süden nach geht, unten. Gibt's da wird die Höhle noch größer. Ja. Ich guck hier auch gerade, also in welche Richtung ich genau gehen soll. Das ist mal das Problem. Man kann sich immer nicht entscheiden, welche Richtung man geht. Wer hat hier einen Enderman angeguckt? Ich nicht. Ich nicht. Ich guck also keine Kamis an. Ah, Kamis. Oh, hier gibt's wieder Kuschelfreunde, nette Bewohner. Und Spinnis. Was? Hast du Angst vor Spinnis? Nein, nein. Hier gibt es aber viele Spinnen. Die Spinnen. Hätte doch mal Stirn, dass ich dich erschieße. Die Höhle wird doch besser. Ich dachte, die Römerspinnen. Unendlichkeitsbogen. Muss mir erstmal Packen machen. Das ist nett. Tada! Es übt ungemein im Bogenschießen. Wie, der geht's ja noch weiter runter. Ja, ich bin ganz unten. Ei, wo kommt ihr denn schon wieder her? Ich habe hier eine Kuschelfreunde-Arena sozusagen. Du müsst mal dem Wasser folgen. Ich versuche hier gerade die Kuschelfreunde mir vom Hals holen. So. Okay, weiter geht's. Tada, tada, tada. Wow. Das Witzige ist immer, Kai findet immer irgendwie die Diamanten. Ich weiß auch. Und hier ist. Die habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Doch, ich habe welche gefunden. Ich glaube es nicht. Ah ja, mein Spiel stockt. Ich habe noch was an. Ich habe noch was anderes gefunden. Okay. Und ich habe einen Spawner. Ich habe einen Spinnenspawner. Deinen Lieblingsfreund habe ich gefunden. Okay. Ich habe einen Spinnenspawner gerade entschärft. Gehen Sie weg. Weißt du, wen ich meine? Nein. Dein tiefes Dunkel. Nein! Ich habe doch gar kein rotes Bett mit. Das geht nicht. Dann muss ich nach Hause gehen und ein rotes Bett holen. Aber es ist nicht viel. Okay. Das baue ich mir aber. Dann habe ich nämlich für meine Base wieder auf das eine Zimmer was. Oh. Hier ist nichts weiter. Ey, schieß mich hier nicht ab. Geht hier ein. Aber. Autsch. Gehen Sie weg. Hui. Bom. Bom, bom. Ich laufe ganz weit da tief rum. Ah, das ist ja ein Labyrinth hier unten. Ist mir ja gar nicht, wo man langlaufen soll. Was für ein Kreisverkehr hier. Solange wir wieder nach Hause finden, alles gut. So. Sind wir wieder in der Höhle hier? Okay. Das passt. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Und so viel Krümelblumen. Eine Krümelblume nach der anderen hier.
Was Lava gibt's hier? Hopp. Das ist ein Labyrinth. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir sehen, dass wir da irgendwie hochkommen. Top, top. Oh, du wolltest doch Gold haben. Ja, immer. Ich habe auch noch Gold gefunden. Okay. Es ist ja echt ein Labyrinth von Prinzen. Oi. Autsch. Von einem Loch zum nächsten. Ich glaube, hier kommt man nicht weiter. Ne, leider nicht. Er läuft zwar Wasser lang, aber da kommt. Ah, ich bin in einer riesigen Tropfsteinhöhle gerade angekommen. Mit ganz vielen Diamanten und Bewohnern. Ich hab's knallen gehört. Das war bei mir. Halt, ich will essen. Ich hab Lava gefunden. Hör mal, lässt du mich mal in Ruhe essen hier? Und das stimmt mit der Spinne nicht da unten. Die Trans-Breakdance. Das wäre so lustig, wenn du um die Feinde immer rumlaufen kannst. Man rennt immer um sie herum. Attacke. Hey, gehen sie weg. Ich will doch nur das Gold hier aus der Höhle holen. Sehen Sie doch nicht so garstig. Und hier hat so schöne Diamanten normal, hier. Ja, die habe ich auch gerade wieder gefunden. Und schon wieder. Hätten den erschossen. Hä? So, jetzt muss ich hier nämlich definitiv mal weit wegschmeißen, sonst kann ich die Blöcke nicht, aua, sammeln. Die sind sehr anhänglich, wissen die das, Herr Zombie? Ich mag sie nicht, gehen sie weg. Hauen Sie ab, das ist mein Gold. Ich nehme das jetzt mit und gut ist. Stellt euch nicht so an hier. Oh. Erschrecklich. Ah ja, okay. Nächsten Kandidaten. Könnt ihr eigentlich mal gegenseitig abschießen? Lasst mich in Ruhe. Aua. Und wieder ein Spawner. Ein Zombie-Spawner. Okay. Mit Kindergartenkind. Gehen Sie weg. Verschwinde. Okay. Vielen Redstone. Was haben wir hier? Schallplatten ohne Ende. Jetzt. Das. Ja, tut mir leid, dass ich den Geburten-Drops da zugemacht habe. So. Ich kann jetzt erstmal meinen Schrott hier rausschmeißen. Das ist doch schon mal gut. Auch keiner. Brauche ich auch. Auch gerade dabei. Jetzt brauche ich. Ich bin der zweite Spawner innerhalb von einer Höhle. Wahnsinn. Gleich von hinten. Oi. Das ist schwer zu gehen.
erstmal für Diamanten nicht alles auf. Ich bin in einem Schach. Autsch. Geh noch weiter runter. Einfach. Ui, ganz unten. Okay. So, erstmal was essen. Da. Hast du keine Reparatur auf dem Schwert? Nö. Es ist nicht weiter schlimm, weil es braucht sich ja nicht so schnell ab. Es geht ja herzlich aber. Aua. In Grenzen. Gehen Sie weg. Lassen Sie mich in Ruhe. Hier sind aber viele Bodenspalten. Hier gibt es aber auch viel Diamanten in diesen Bodenspalten. Schaut mal. Ja. Ein Stück höher. Ich habe gerade auch schon wieder 4 Blöcke abgebaut. Ja, schön. Sammel wieder die Blöcke ein. Ja, ich hau die wieder mit Boots am Kate ab. Okay, hier gibt's Lava, da kommen wir nicht durch. Müssen wir einen anderen Weg. Hier unten ist auch Lava. Kommen wir auch nicht durch. Wir irren durch die Katakomben. Da, hier ist auch noch so ein Schlupfloch mit dem Quetsch. Ui, ja, das haben wir viele Kuschelfreunde. Ja, das ist schon eine Menge. Okay, hier haben wir alles durchsucht, da ist nichts. Können wir wieder Richtung nach oben hüpfen. Aha. Oho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke Diamanten auf einen. Yay. Bubo im Glück. Schlecht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier am besten wieder nach oben komme. Weil das ist ja hier so ein komischer Schacht. Au, habe ich Ihnen gesagt, dass Sie mich hier angreifen sollen? Wo kommen Sie überhaupt her? Holen Sie sich dahin. Sofort. Ja. Die auch gleich noch hinterher. Nee, immer gerne hier. Okay, ich muss gucken, wie komme ich nach oben. Ich bin hier nämlich ein bisschen... Ja, jetzt kommen die Creeper auch noch. Ist klar. Okay. Ja. Kabum. Aber ohne mich. Mit mir macht keiner Kabum. Ach, hier muss ich. Aua. Jetzt falle ich ja noch ganz runter. Zapralot. Und wegen, ich habe mir die heute schon Kabum gemacht. Ja, ich muss jetzt hier hin und dann klopfen wir uns da. Einfach jetzt. Ist die Variante. Muss nicht sein. Ich Wo kommt ihr denn her? Die sind niedlich, ne, die Bewohner hier überall. Nervig. Ja, ein bisschen. Auch noch ein Kuschelfreund hier. Und noch ein Kuschelfreund. Autsch. Okay, ich muss mal kurz die Blöcke hier nehmen, damit wir uns wieder hochdecken können, wenn wir es gleich brauchen. Habe ich hier Lava gefunden? Ein bisschen Lava gefunden. Ja, die habe ich ja auch. Da, ich bin wieder oben. Wo oben? Ich sag mal da, wo Grünpflanzen schon ein paar zu. Ah, oh, dort vorne sehe ich vor jemand. Na toll. Ich ersauf hier gerade. Hier kam gerade Wasser. Hallo, Simo. Hallo. Nein. Ich will jetzt aber nicht hier wieder nach unten. Warum bin ich jetzt in einer Grotte gefangen? Ich will nicht. Bin gerade nach oben. So, gehen wir hier mal durch. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus.
Und so schönes Gold hier überall. Glänzt so schön hier überall. Wir haben Waschmittel. Goldfieber. 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 Gold. Lalalala. Ich quetsch mich. Boah. Leute, guckt euch das an. Diese. Oh, gleich so viele an einem Haufen. Eins, zwei. Ja, aber heute schlage ich sogar unseren Kai. Eins, Aber zwei, drei. Und ich bin an einem unterirdischen See. Oh, ist der schön. Oh. Schaut mal. Sehr hübsch. Oh, schöne. So viel Krümelblumen. Ganz viele. Habe keine Ahnung, wo ich bin, aber es ist schön hier. Habe so das Gefühl, ihr seid gar nicht so weit weg. Das ist eine sehr Nö. schöne Höhle, weil ich sehe gerade eine Fackel davor. Okay. Wir laufen einfach mal weiter am Rand hier lang. Ein riesen Wasserfall. Hier sind wir runtergekommen, glaube ich. Und ein Lavasee. Und noch ein Wasser. Ich glaube, hier können wir gefahrlos runter. Hui. Und rein in den See. Hopp, platsch. Oh, und wieder der Mann. Ah, hier sind so viele Creeper. Was machen die hier alle? Und die hier? Ich habe mich hoffnungslos verlaufen. Aber das macht keinen. Macht mich nicht traurig, weil ich finde Diamanten und Ender. La 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 la. Und hier rein und da rein und rechts rum und links rum. Und so viele Leuchtebärchen und ganz viele Skelette. Hier muss irgendwo ein Spawner wieder sein und ganz viel Gold. Na, ihr müsst jetzt nicht hier alle hinter mir herkommen. Es war nicht die Diamanten. Absprache. Nein, ich kann das alleine. Ich brauche keine Skeletttruppe zum Mitsuchen. Weiß ich ja gar nicht satt sehen. Da kraucht man schon automatisch in jede kleine Lücke hier. War keine Axolotl. Eine Hexe? Wie Bellelay? kommt hier eine Hexe hin? Wie bitte kam hier eine Hexe drin? Ich Mit weiß nicht. Oberlicht. Habe ich schon nirgendwo mehr Platz in meinen Beutel? Tiefen hier ein Haus oder was? Müssen mal gucken. Wir gucken einfach. Oder sind Axolotls? Wir sind Blaues dabei. Nee, ich glaube, das sind Rosa, ne? Halt. Ich und Knöpfe. Okay, ich muss mal gucken. Jetzt sind sie gerade wieder weg auf meiner Map. Ja, ich glaube, die sind da hinten. Das war ja eben merkwürdig. Wo kam denn die Hexe her? Ist ja echt. Ja, der Knaller. Was macht eine Hexe hier unten? Die ist bestimmt irgendwo reingefallen. Ja, ich muss mal kurz gucken nach den Axolotl. Aber ich glaube, diese. Wenn denn hätten jetzt hier sein müssen, halt. Ah, ich sehe dich. Da rennt ein Wusimo rum. Okay, da ist so Ach ein. nein, ich hatte Ja, da hier ist so ein auch. Lavasee, ein ganz großer, habe ich gesehen gerade. Wo du unterwegs bist. Okay, ich bleib noch ein bisschen hier in der Höhle. Schau mir die noch ein bisschen an. Aber wo kam die Hexe? Das Ich verstehe hier ich jetzt einfach. überhaupt.
Boah. Mann. Du sollst mich nicht immer belästigen, du doofes Skelett. Das macht doch Aua, wenn du auf mich schießt. Du dir doch Aua. Ach, meinst du, wenn du dich da unten versteckst, sehe ich dich nicht, oder was? Hättest du aber gerne. So. Darf ich jetzt weiterlaufen? Dankeschön. So, jetzt mal wieder was essen. Zum Glück haben wir genügend Brot einstecken. Wir haben gelbe und rosane Axolotl. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich schon welche habe, weil ich bin da immer so ein bisschen durcheinander mit zwei Pixel, müsst ihr wissen. Also ich kann mir da immer schlecht Dinge merken. So, hier sind Fackeln. Ich folge einfach mal jetzt den Fackeln. Vielleicht finde ich ja die anderen. Hier ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Warum sind hier überall Fackeln, aber keiner zu sehen? Ich will mal. Blub, blub. Okay. Weiß nicht, in was für eine Höhle ihr seid, aber meine ist schön. Schützen ihn als Hallo Wusibo, ich habe einen gefunden. Ja. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der Ausgang und wo sind unsere Betten? Du siehst irgendwie leicht akupunktiert aus. Und du hast einen Bauchnabel zu stecken. Guck mal. Im Bauchnabel. Nein. Oh ja, bin durchgeschossen. Nein. Es ist aber eine sehr gefährliche Wand von Lava laufen. Und aufpassen, dass man hier nicht irgendwie runterrutscht von irgendwelchen Wasserfällen. Aber hier oben ist auch nichts. Es muss irgendein anderer Aufgang finden. Werden ihn schon finden. Da, da, da. Ah, diese Höhle ist so schön und hier ist gleich noch eine große Höhle. Guck mal, das nimmt ja gar kein Ende mehr. Platsch, von einem Wasserbecken ins nächste hier. Ups, platsch, platsch. Ja, ja, und hier ist der Enderman. Au. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich mag sie nicht. Der Wusimo läuft todesmutig hier durch die Gegend. Hallo Zaos, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auch dir. Wir sind hier gerade auf unserem Community-Server. Und untersuchen hier so eine merkwürdige Höhle. Wo keiner mehr rausfindet. Wo keiner mehr rausfindet, man findet keine Betten mehr und alles ist gleich. Oh. Aber wir werden schon irgendwann den Ausgang finden. Ja, wir sind durch so viele kleine Löcher gelaufen. Alter. Vielleicht sollte mein Bettchen mich mal rufen oder ich das Bettchen oder so. Bettchen, wo steckst du? Es ist so schön hier, ey. Kann man sich echt gar nicht satt gucken in dieser Höhle. Das ist so irre. So schön. Und diese schönen roten Krümelblumen. Hier mit den Lushcaves, wie gesagt. Da bin ich froh, dass du die zugefügt hast. Ja, die sind so schön. Das ist so, wenn du gerade, wenn du unter Erde bist, immer, das ist das besonders schön, finde ich, weil du ja diese Abwechslung immer hast. Dann. Guck mal, da hängt ein Diamant. Da, Grünzeug. Mehrere sogar. Eins. Zwei.
Ich glaube, das war keine gute Idee, ist nass. Nass. Loch Mach. reingemacht. Ja, ich hab einen Diamant abgebaut und dann hatte ich eine Dusche da oben. Ui. Da kommt man auch nicht weiter. Das war auch nicht der Wasserfall, den wir brauchen, glaube ich. Wo Oh, sind wir? Wo sind wir? Ich weiß nicht, wo wir sind und wir laufen. Ah! Okay. Wieso bin ich jetzt hier? Wo geht's weil dahin? Ich da bist. Ich bin in ein Loch gefallen. Hat den Kopf angestoßen gerade. Kommen wir nicht raus? Bin ich wieder in einer anderen Höhle. Ah, oh, lass mal hier. Mann, das wären noch Tonkrümel. Was soll ich denn damit? Okay. Ah. Oh. Ab. Ja, toll. Okay. Jetzt ich bin wieder Region. Aus dem Loch aus. Ich hätte einen Lavaaufzug. Ich glaube, das ist nicht der richtige. Der Wasseraufzug, den ich vorhin gefunden habe, geht ziemlich weit nach oben. Okay. Meinst du, dass der zu unseren Betten zurückführt? Könnte sein. Aber es ist ein kleiner Weg zum Schwimmen. Also man muss schon schnell nach oben schwimmen. Meinst du der Breite so? Ja. Dass das der ist, wo ich das Loch reingehauen habe und wo man wieder mit hochkommt. Aber ich hatte aber nur ein Loch eingeschaut. Ja, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Okay. Ouch. Das sieht doch schon mal gut aus. Ui. Das war ja mies eben. Das war ja mies von der Spinne eben. Das war nicht. Das sind aber auch keine Becken. Ein großer See. Wo das könnte schon hinhauen, das irgendwo hier. Da steht ein Enderman. Das ist aber ziemlich ein großer See. Naja. Oh. Ich wäre da wieder runtergefallen. Okay. Und schöne Wurzeln hängen hier. Ich glaube, wo sie unser Bettchen finden, war nicht mehr. Ja. Aber die Höhle ist schön. Wollen wir mal rüberschwimmen auf die andere Seite? Zeit. Dann. Quatsch, Plätscher. Ist auch kein Haus. Ja, Mann. Ich denn jetzt? Einfach alles mit Wasser hier. Ploppt. Kai hat sich auch total verlaufen. Nicht nur du, wir suchen schon den Ausgang. Das ist echt ein bisschen blöd. Enderman? Ja, Enderman haben wir ja auch schon einige hier getroffen. Und hier irgendwie hochkommen. Hier ist eine Sackgasse. Nein, hier ist auch nur ein See. Lutsch. Müssen da wieder hoch. Ah, komm. Ist doch rüber. Umso höher wir kommen, umso besser ist es. Ja, hier ist auch nirgendwo so ein Vorsprung, wo wir hin können. Höchstens da hinten. Ja, merkwürdig. Ah, ja. Du hast entdeckt. Ah, die Höhle ist schon genial. Ein bisschen geflutet hier. Wir suchen hier verzweifelt einen Wasserfall, um nach oben zu kommen. Es gibt keinen Wasserfall. Hier tropft immer von der Decke, aber man kommt hier irgendwie nicht weiter. In eine andere Höhle rübertauchen.
Ui. Gibt's hier Luft? Ach, verdammt, wo? Hier geht Luft auf, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich buddel mich dann immer, ich kleb mich dann immer an die Decke. Ach, Glück nicht gehabt. Ertrinken, ihr zwei. Ja, ich hab mich an die Decke geklebt und mach unter mir quasi. Ich hab die Betten gefunden. Du hast die Betten gefunden, okay. Gut für die Betten. Ich hab den. Aber auf der anderen, aber auf der anderen Seite von der Schlucht, wo ich bin. Oh. Ich baue mich jetzt einfach durch den Felsen nach oben. So. Mal sehen, wo ich rauskomme. Okay, noch mehr Wasser. Na, schick. Okay, noch mehr Wasser. Aha, ich hab's geschafft. Ich bin an der Oberfläche. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist soll ich eure Betten mit an die Oberfläche bringen? Ja, das wäre ganz gut. Also ich bin jetzt oben irgendwo im Nirgendwo. Ja. Also ich bin ja auf einer Insel gelandet. Ich habe nämlich auch einen Höhlenausgang gefunden. Das ist sehr schön, weil ich bin hier irgendwo, keine Ahnung, wo auch immer ich bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier ist ein verbuddeltes Schiff. Oh, ich sehe einen Kai. Ich glaube, ich sehe einen Kai da vorne. Oder ist das ein Schaf? Also ich bin unterirdisch noch. Ich will kein Schiff. Sehe ich aus wie ein Schaf? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin ja auf den Inseln gestrandet. Ich habe mich einfach jetzt nach oben gebuddelt. Ich schwimme jetzt einfach mal nach oben hier. Ja, ich schau mal, wo wir als letztes waren. Hier Tageslicht und Smaragd. Ah, und ich habe einen Ort gefunden. Wo bin ich denn? Was ist denn das für ein Ort? Ah doch, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, glaube ich, wo. Ich buddel einfach nach oben. Ja, ja, komm einfach nach oben. Dann müsstest du ja ungefähr bei mir hier rauskommen, wo ich auch bin. Ui! Ja, da ist diese komische Wasserruine. Und dann müsste da vorne der Redstone. Ja, da ist der Redstone-Golem. Ich habe ihn gefunden. Warte, wo ist mein Boot? Das ist natürlich da noch. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen rüberschwimmen. Also ich habe es auf jeden Fall wieder gefunden, wo wir reingekommen sind. Das ist doch schon mal gut. Dann kann ich Uzi notfalls die Koordinaten sagen, weil er wird relativ in der Nähe bei mir hochkommen. Weißt du, wo dieser Redstone-Golem, der kaputte war? Ja. Die Inselgruppe davor bin ich gespawnt, bevor wir quasi den entdeckt hatten. Und da liegen die Boote. Ich habe die Boote wieder gefunden. Yeah. So, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ja. Okay, ich habe die Boote gefunden. Ich glaube, ich bin auf der Rückseite von dieser Insel rausgekommen. Okay, ich bin bei den Booten. Ich habe zumindest unsere Boote wieder gefunden. Ist doch mal was. So, dann ich weiß, wo ich bin. Kann ich nämlich. Weiß, wo ich bin. Ich komme zu euch. Gut. Also zu mir, weil Wusi ist noch nicht da. Ich kann nicht schlafen, hier ist kein Bett. ich bin tatsächlich auf der anderen Seite von der Insel rausgekommen. Auch nicht schlecht. Genau, ich stehe hier im Dunkeln, bewacht die Boote. Ich könnte ja zu dem Schiffer da drüben hingehen, da ist ein Schiff. Warte mal, ich hab genug Betten. So. Ja, leg dich mal bitte in alle drei. Vielleicht hilft es dir. Nein. Also ihr seht manchmal, wenn ihr in der Höhle seid und das Wasser euch bis zum Hals und einfach die Picke auspacken und kloppt so schnell ihr könnt euch nach oben und setzt einen Block unter euch. Dann habt ihr Luft und könnt nicht ertrinken. Das ist so meine Panikreaktion denn immer. Da. Ich stelle mich mal hier hin, damit Wusi mich zumindest auf der Karte sieht. Da.
So, noch 20 Blöcke buddeln, da bin ich auch oben. Sehr schön. Habe ich doch nicht so einen schlechten Orientierungssinn. Aber in der Zeit kann ich da mal was trinken. Hohoho. Endlich jetzt auf beide warte. Oh nein, ich bin wo ganz anders raus. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, mach mal meine große Map an. Hey, entdecke ich dich. Kann doch jetzt. Hey doch, das ist die Stelle. Ich bin da, wo wir vorhin das Wasser abgestellt haben. Ja. Ah, ich habe den Golem gefunden. Ja, deswegen meine ich ja. Und das kleine Stück weiter musste ich nämlich auch, da bin ich auch rausgekommen. Ich stehe beim Golem. Ich stehe auf dem Golem. Ich bin unter Wasser. Ah, kommt der Kai. Kai, der neue Hai. Hi, Kai. Hey, hallo. Ja, guck mal, ich gebe dich habe. Mein Bett. Dankeschön. Guck mal, ich habe die Boote wieder gefunden. Die stehen da vorne. Jetzt muss man nur sehen, dass wir Musimo kriegen. Ich bin wieder draußen, aber gefahr geworden. Ich bin überhaupt. Du musst Richtung Westen ein. Richtung Norden. Also ich kann dir sagen, du bist auf dem Community-Server. Also du musst minus 4733. Und minus 14336. Ah, da bin ich 200 Blöcke irgendwie. Ja, du bist vorne wahrscheinlich auch an den Inseln angekommen. Dann musst du Richtung Norden. Und dann siehst du dieses komische Ding, wo wir nach unten gegangen sind. Kai und ich. Wo wir da unten waren. Und herzlich willkommen, so Saos. Das freut mich. Vielen lieben Dank. Es ist übrigens so Saos für alle Neuen. Also wie gesagt, du kannst ja mal in die Videobeschreibung gucken hier vom Stream. Das ist ein Java Bedrock Server. Und hallo Dark Devil. Herzlich willkommen auch dir bei den Klötzchen. Wir sind hier gerade auf dem Community-Server unterwegs. Ja, Wusimo ist auch wieder da. So, ich hab dein Patch. Was für dir? Ja, hab ich Gold für dich. Oh, danke. So, Kehrtwendung und raus. Ganz kurz, Moment, Bubu, Augenblick. Ja. Und wie viele Diamanten hast du gefunden? Moment. 13. Ich habe 23 tiefenschiefer Diamanterz gefunden. 23 Stück. Ich hab 13. Ganz kurz einen Moment, ich muss kurz. Oh, da ist noch ein Schiff. Ich fahr mal kurz zum Schiff. Bin gleich wieder da. Ja, ein bisschen leeren. Mein Inventar nämlich auch ein bisschen leeren, weil hier gibt's ja Kisten und Fässer. Also immer mal. Wir machen das immer so, wenn wir Zeug haben, dass wir dann immer quasi das Zeug aussortieren und hier überall auf der Map verteilen, was wir nicht brauchen. Okay, das Schiff sieht aus. Dann packen wir das da rein. Pfeile packe ich euch dann noch mit rein. Oh, den Rest brauche ich alle selber. Ja, jetzt. Krempel, ey. Mir graut schon wieder vom Aussortieren und Auspacken zu Hause. Oh. Und hier gibt's auch übrigens immer eine Angel. Ihr müsst nur suchen, wo sie ist. Die triggert mich jedes Mal, diese Falltür hier. Da. Ja, so viel Besuch haben sie selten, ne, Herr Fischer? Er ist noch Neuling. Okay. Na denn, bist du fertig oder bist noch am Sortieren? Ich bin gerade noch am Rausschmeißen. Okay. Ich hab mich schon mal ausgerichtet. Achso, wir müssen ja noch Westen. Ich fahr schon mal hinter das Schiffchen hier. Hopp. Da. Ausgerichtet. Weil wir haben nämlich eine Reise zur World Border unternommen. Und sind jetzt quasi auf dem Rückweg. Weil wir haben nämlich ganz viele Heuballen gesucht. Ja, weil ich muss nämlich Matsche Patsche machen. Jo. Weil meine Base ist nämlich eine Steampunk-Base und da brauche ich jetzt Matsche Patsche.
Genau, ganz viel. So, ja, richtig ausrichten. Und wir decken dabei so ein bisschen die Map auf hier weiter. Plopp, weg war der Berg. Und hier kann man wirklich allerhand finden, weil das ist, wie gesagt, kein regulärer normaler Server, sondern wir haben ja so ein bisschen Spielereien eingefügt, die das Spiel noch ein bisschen interessanter machen. Ihr habt den Farmwelt hier. Und ja, der Fokus liegt quasi für euch bei Abenteuer und Bauen. Ihr könnt euch hier auf die beiden Dinge einfach konzentrieren. Was ist das denn da oben? Was macht denn da eine Komisch. Ruine? Stehen. Die steht da einfach so rum. Was machen die hier? Baden? Ah, du hast so eine schöne Nautilus-Schale. Gib sie mir. Oh, Nautilus. Ja, ich sammle Nautilus, damit du. Oh, hier gibt es eine Kiste. Na toll, Goldhelm. Toll, wow. Ey, wo kommen die denn alle her? Und die schwimmen fest. Wir wollen Party machen hier. Wollen Party machen. Ich könnte noch einen Dreizack gebrauchen. Wo ist der Typ? Blub, blub. Okay, wir gehen mal ein Stück nach oben und schauen uns das mal an. Schaut mal, ihr habt da nämlich mehrere. Und bei den Dingern müsst ihr übrigens aufpassen. Es kann gut sein, dass hier auch seltsamer Sand ist. Seht ihr? Also Ist. nicht wie wild alles hier wegbuddeln, sondern schaut euch, hier könnt ihr auch Sachen ausbuddeln. Seht ihr das? Ganz viel. Und hier gibt es eine Angel mit Köder 3. Oh. Und Dark Devil, herzlich willkommen auch bei den Klötzchen-Fans. Ich freue mich. Dankeschön, Dankeschön euch beiden. So. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch noch ganz viel ausgraben. Ihr seht gerade, hier ist auch noch was drin. Schaut mal. Hier noch dieses Ding hier. Hier ist noch eine Flucht des Verschwindens. Toll. Wahnsinn. Eine ganz normale Steinaxt. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich eine normale Steinaxt hier anscheinend habe. Ist sie aber nicht. Aber das macht doch Aua. Eine ganze kleine Stadt hier. Überall. Ne? Das ist eine Hatchet. Das ist zum Beispiel eine von den besonderen Gimmicks, die ihr finden könnt auf der Map. Und die ist relativ cool, gerade für Anfänger, weil die ist stärker wie ein Schwert, wie ihr sehen könnt. Und die ist unkaputtbar. Die geht nie kaputt. Nein, die bleibt immer heile. So, was soll ich denn jetzt mit dem Schrumpf hier wieder? Warte mal, ich muss mal kurz hier Müll entsorgen. So, und Kai, du wolltest eine schöne Muffel haben. Wo bist du denn? Hier hinten, Moment. Hätte eine schöne Muffel für dich. Moment, kommst du hier? Bin jetzt mal Moment, wieder Moment. weg, habe noch ein Abo dagelassen. Wird noch angezeigt. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, guck mal, was ihr da nicht gesehen habt. Wir haben hier Besuch. Was, wir haben Besuch. Oh! Beide Freunde. Hallöchen. Auch mal hauen. Toll. Jetzt habe ich, weil er mich angeschossen hat, habe Nee, ich nee, nee, jetzt. nee, nee. Hast du Milch mit? Ja, sicher doch. Gut. Okay, dann können wir noch ein bisschen was in die Kisten packen hier. Weil ich habe schon wieder Müll gesammelt. Okay, wir packen hier ein bisschen was für die anderen Spieler immer rein. Wie gesagt, alles, was wir nicht brauchen, landet mal dann hier so drin. Weil ich kann mich mit Emeralds Tatsache totschmeißen mittlerweile. Das Emerald bin ich am Sammeln, weil ich versuche, Janus-Rekord zu brechen. Ja, so ein paar verteile ich dann hier schon mal wieder. So, wo bist du denn? Ich habe doch für dich eine Muffel. Wo ist deine Ja. Ja, Muffel? guck. Warum hast du einen Pfeil im Oh. Kopf? Du siehst nicht gesund aus. Ach ja, das ist ein Einwandfall. So, weg ist er. Ja, also ich würde ja Kopfschmerzen kriegen. Ach, die hatte ich heute schon. Und da kommt SK. Hallöchen, SK. So, okay. Wo ist denn mein Bötchen schon wieder? Hier im Grimmel. Anderen Eckchen hier. Hä? Ich will Kupfer rum.
Okay. Wieder schon wieder dumm. So, okay. Solange ich mein Boot noch einsammeln kann, alles gut. Ich habe noch ein Stück Kupfer gefunden. Das können wir da auch noch reinpacken. So, okay. Damit ich mein Boot nämlich wieder habe. Ich habe nämlich nur noch zwei Plätze hier frei. Und, ja, es wird schon wieder Nacht. Wir gehen eine Runde campen. Sternenhimmel. Sieh den Sternen. Bei Sternenhimmel. Sternenhimmel. So, okay. Bettchen haben wir wieder. Wollen wir ein Stück übers Festland laufen oder wollen wir weiter Boot fahren? Könnt ihr euch aussuchen. Weil ich guck gerade, ob wir hier was auf der Insel da haben. Nö. Wir können ein Stück über Festland wieder laufen. Aua. Es ist mal so. Ah. Wir können auch ein Stück fahren, weil das ist ja wieder so ein blöder Berg. Wir werden bestimmt noch was finden. Okay, hier geht's nämlich aufs Flachland und da können wir vielleicht einen Gasthof finden. Was meint ihr? Ja, cool. Ich mal Wasser. Weißt du das? Und vor allen Dingen, wir können eine Kuh finden, damit ein Kai wieder seine Milch auffüllen kann. Ich hab noch einen Eimer da. Okay, du hast zwei Eimer Milch mit, okay. Oi. Das sieht so toll aus hier immer. Mal sehen, ob wir wieder eine legendäre Ruinenstadt oder irgendwas finden. Es gibt ja allerhand riesengroßes Zeug hier. Da vorne ist ein Turm. Und ein Haus, ich hab ein Haus. Ein Haus. Ein Haus. Ein Haus. Ich glaube, das ist auch wieder so eine quadratisch praktisch gut Anfängerhütte. Ja, ist es. So eine. Seht ihr selbst, wenn ihr hier lauft, ihr seid nicht mal gezwungen, hier ein Häuschen zu bauen. Hier stehen genug rum. Es ist doch praktisch. Ah. Ich bin das Höchstchen der Welt. Nein, bin noch nicht. Jetzt. Ich bin das Höchstchen der Welt. Ich hab da den höchsten Punkt. Lala. Menno. Ui, ist bestimmt schon wieder in der Höhle verschwunden. Nein, ich stehe ihn noch her. Oh, ist das ein Felsenlabyrinth hier. Okay. Dann hüpfen wir mal wieder Richtung Wasser. Was sollen wir anderes machen? Hier ist das Land schon wieder zu Ende. Okay. Ab. Das ist Süden. Westen. Da lang. Da. Hallöchen. Guck mal, ich kann auch rückwärts fahren. Düt, 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 düt. Piep, piep, piep. Wo ist denn unser Bubu? Piep, 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 piep. Habt ihr eigentlich gesehen, dass hier schon wieder ein Schiff ist? Heiß. Hier ist wieder ein Schiff. Ein Schiff im Süden allerdings. Ach, du meinst ein versunkenes? Das war groß. Haut mal. Warte mal. Mal aufstehen. So, schaut mal. Die sind fast intakt immer. Ich finde das voll cool. Hier gibt es so viele Schiffe und alles Mögliche. Ah ja. Das auch. Warte, wo ich meine Angel gelassen habe. Ich hab hier dran. Da.
Irgendwo. Hier, da ist meine Angel. Glück des Meeres 2 habe ich da drauf. Oh, ich hätte mir die Köderangel vorhin mitnehmen können. Dann hätte ich die auf meine Angel noch packen können. Ah ja, wer nicht will, der hat schon. Oh. Da, Westen ist da. Hopp. Tada. Ey, ist das Land der hohen Felsen, hier habe ich das Gefühl. Also wer Eisen sucht, hier fährst du fündig. Wenn ihr es selber abbauen Kohle. wollt. Und Kohle ohne Kohle, Ende. genau. Also für die, die es selber abbauen wollen. Ja, Guck also. mal, da links ganz viele hohe Berge. Ja, ich sehe schon, die ploppen hier mal auf und runter, hoch und runter. Wow. Voll die Schluchten hier. Hey, guck mal, ihr habt noch ein Schiff, da sehe ich sogar die Masten noch. Schiffe haben auch noch einen anderen Vorteil. Da gibt es immer Holz. Das stimmt. Guck mal, das steht ja hier fast. Da traue ich mich auch. Ja, da kann ich ja nicht Ui. runterfallen. Macht man einfach nur einen Deckel auf. Ah, seht ihr? Kalzit. Was mache ich da mit 15 Kalzit auf einmal? Er hat mir den Müll schon wieder in mein Inventar geschmissen. Ich nicht. Wer der fragt. Ich habe kein Kalzit. Oh. Okay. Hopp. Auf geht's nach Westen. Immer der Fuchsschnute nach. Hab so das Gefühl, da unten ist auch noch eine Ruinenstadt. Ja, da ist auch eine. Ja. Also wenn da so viele von diesen komischen Blöcken sind. Reise übers Meer. Ui, Ja. Eine Seefahrt, die Lust. da ist schon wieder ein Schiff. Ja. Überall. Es muss ja öfters mal ganz schön stürmisch sein, wenn hier so viele Schiffe untergehen. So viele komische Felsen. Sehr merkwürdig. Froh, hier gibt es keine Sirenen. Ah, na, die würden mir ja noch fehlen hier. Die Sirenen. Oder diese großen Wale. Warte mal, ich hab Och, was. die sind aber harmlos. Ich glaube, ich hab was gesehen. Bung. Was? Sand oder Sandstein? Das ist normaler Sand. Okay, hätte ja sein können. Habe aber Weiß da man was ja gesehen. nicht. Ja, hätte ein Sandsteintempel sein können. Weil manchmal sind die auch Sandstein. Was hast du denn Hier wieder auf der, gesehen? Was hast du gesehen? da Was auf hast du der Insel, gesehen? Was hast du da ist ein gesehen? Haus. Da ist ein Haus. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Da ist wieder ein Haus. Das ist ein Haus. Wieder so ein Starterhaus. Ah. Schaut mal. Kann man einziehen. Das ist aber hübsch hier. Ja. Da gibt es sogar Vasen. Und noch Vorrichtung für den Kamin. Kann man einen Kamin einbauen. Da. Ab. Bip, 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 bip. Jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir wieder in ein anderes Bio. Das ist ein Fichten. Nein, Birken. Ein Allergiebiom. Ja. Kriegt man Schnupfen. Oh. Noch weiter über den Westen. Westen. Immer ein bisschen an der Küste lang.
Weil wie gesagt, so im Mittelland haben wir noch gar nicht eigentlich so viel aufgedeckt. Dabei. Weil wir meistens immer so an Küsten. Entweder laufen wir wirklich querfeldbeet ein oder wir fahren immer so die Küstenlinien lang. Karte halt aufzudecken. Dadurch bleibt natürlich immer viel übrig, wie ihr sehen könnt. Ne? Also. Wir können nicht jetzt sehen, was hier ist, aber ja, das hat schon seinen Sinn. Weil wir wollen ja noch relativ viele Abenteuer erleben und da bleibt halt doch relativ immer so eine Menge noch unaufgedeckt. Und manchmal ist es wirklich so, da lauft ihr dann drei Blöcke weiter in einer Gegend rum und auf einmal sind da ganz tolle Sachen, die ihr vorher noch gar nicht entdeckt habt, obwohl ihr in derselben Ecke schon mal wart. Nur eben ein paar Blöcke davor. Paddel, paddel, paddel. Glaube, du hast es heute mit Höhlenwusen. Ja. Und da ploppt wieder neues Land auf. Ihr könnt ja mal schlafen gehen. So, eine Runde schlafen gehen. Ich kann mal vorher auf die Map linsen. Oh, ich hab was. Da ist ganz viel. Da ist ganz viel. Da ist ganz viel. Okay, wir gehen erstmal schlafen, weil sonst sehen wir das nämlich nicht wirklich. Da gibt es was. Da gibt es wieder so eine geheimnisvolle Stadt, habe ich das Gefühl. Mal schauen. Und es war Sonne. Da müssen wir mal gucken, wir sonst richtig ausrichten hier. Okay. Wir müssen ein bisschen. Ih, nass. Ich hab doch schon gebadet. Wir müssen jetzt ein bisschen hier so ein bisschen quer laufen, damit wir da hinkommen. Das kann sein, dass das da oben auf dem Berg ist. Würde ich mal von ausgehen. Immer diese Klettereien. In den ganzen Bergen könnte man meinen, wir wären der Schweiz. Hopp. Nass. Ich wollte nicht nass werden. Ich wollte da hoch. Mal dasselbe. Falle ich jedes Mal ins Wasser. Wohl. Oder in irgendwelche Löcher. Und sei doch Okay. froh, dass es Wasser ist. So. Ja, wir müssen Oh, genau ja. schräg laufen. Schräg, aber hoch. Ach, wie, was wäre es, ihr Lied war schön. Land der hohen Berge hier. Toll, man landet immer, wenn man weiter springt, immer noch ein Ding weiter runter. Okay, Wusimo macht einen Weg. Ich folge dir. Möchtest du eine Schaufel haben? Guck mal. Ich hab eigentlich, ich hab, nein, ich hab doch keine. Warte. Okay, jetzt spielt es eh keine Rolle mehr. Dann schmeißt ihr den ganzen Sand auf mich. Ja, Ich gesehen? bin tot. Er müllt mir ja mein ganzes Inventar voll mit seinem Sand. Vorsicht, Seiner Bube, hier Hitze. oben sind Löcher. Ei, okay. Gut, Loch Und ich schick gefunden. Gartner Maul zu. Abgalot. Wir haben jetzt zwei Strukturen, wo wir gucken können, ne? Ja, eine ganz große und eine etwas kleinere. Wo sollen wir zuerst hingehen? Da rechts rüber oder da links rüber? Mir egal. Sucht ihr aus. Ich folge euch. Da vorne ist Okay, wir Feuer. kugeln den Berg runter. Kugel, 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 Kugel. Ui. Ei, ein Oh. Birkengasthof mit Grasdach. Sowas habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Ja. Deswegen sage ich, im Kirschbiom, wenn man ganz viel Glück hat. Es gibt eine Tatsache im Kirschbiom auch ein Gasthof. Ja, kann Ja, man wenigstens das Bettchen mal anklicken hier. Juhu. das ist Kühe. Ja, genau, es hat Kühe, du kannst da Milch holen. Sag mal, was hauen Sie mir das Ding vor der Nase hier zu? Nicht nett. Ich muss irgendwo eine Leiter hochgehen. Da. Ah, der ist geil schon. Okay. Haben Sie noch eine Map gefunden?
Okay, ich denke mal, ich weiß, was drin ist. Warte mal, ich muss mal mein Inventar ein bisschen leer machen. So habe ich jetzt die Map schon wieder. Was steht denn auf der Karte? Bay Fortress. Okay. Das klingt doch nett. Schaut mal, hier gibt es Kühe und hier gibt es wieder ganz viel Heu. Können wir Heu weiter einsammeln. So, erstmal Kugel. So, erstmal das hier wieder weg. Okay. Ja, es läppert sich zusammen. Unsere Heuballen. Ein sehr netter Gast. Weil hier im Gasthof könnt ihr nämlich immer Schatzkarten finden. Aber da müsst ihr meistens immer ein Stückchen laufen. Es ist selten so, dass das in der Nähe ist. Aber ihr habt ja Zeit. Ihr seid ja hier ganz chillig unterwegs, so wie wir. So, haben wir alles eingesammelt. Hast du deine Milch genommen? Ja, habe ich. Gut. Weil Milch macht gute Männer wieder munter. Ja, genau. Genau, so. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es für mich noch eine zweite. Und ich würde sagen, das ist wieder so eine Ruinenstadt. Oder was meinen Sie? Wer? Hier entlang. Ich denke mal, das ist so eine Buddel-Ruinenstadt wieder. Also wie gesagt, wir können euch immer nur empfehlen, nehmt eine Karte mit, dass ihr euch hier orientieren könnt. Wer keine Karte hat, wird in Zukunft mit dem B4/Kompass einen Kompass haben, mit dem man sich orientieren kann. Ui. Ich glaube, hier sind mehrere haben sich hier angesehen. Ich glaube, Vagabunden und Banditen und sowas sind hier. Die sind ein bisschen überschwemmt hier. Warte mal, wir müssen mal das Loch stopfen. Warte mal, ich muss mal. Ich habe keinen Stein gerade. So, warte mal, wir nehmen mal den Stein. Wieso habe ich hier noch einen doppelten Bogen? So, okay, wir machen mal das Wasser raus hier. Okay. Das sind wieder solche Ruinen und hier trefft ihr sehr oft einen Vagabunden oder einen Banditen an. Lasst euch ja nicht auf Handeln mit denen ein, die betrügen. Die sind ganz gemein, die sind hundsteuer. Allerdings, was sind das für merkwürdige? Die sind selbst zu faul, das zu reparieren. So, können wir den Bogen hier lassen. Okay. Und irgendwo oben muss auch noch etwas sein. Wie gesagt, dann muss er dann ein bisschen hochklettern hier. Oh. Hopp. Dann müsste eigentlich rein theoretisch auch noch irgendwo eine Truhe stehen, was diesmal aber nicht der Fall ist. Diesmal ist keine Truhe hier oben. Oder steht die hier oben? Ich glaube, die steht da oben. Ja, da müssen wir ein bisschen den Turm ledieren. Da ist die Truhe. Hier ist die Truhe. Haltbarkeit. Was machst du da? Geh runter, meine Truhe. Geh weg. Klettert hier hoch. Ich denke mal so, hä, wieso geht die Truhe auf? Hä? Was? Das war ich. Ah, du auch noch. Na, ihr seid ja wahr. Meine Güte, was macht ihr hier mit mir? So, jetzt muss ich mal wieder meinen Müll loswerden hier. So, bauen halt ein bisschen hübscher. Irgendwo überall mal so ein Klötzchen hin. So, okay. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn noch so? Okay, also, um in ein unbedenktes Gebiet zu kommen, wir sind nämlich jetzt hier schon fast bedeckt. Okay, hier vorne gibt es noch einen Turm. Hab ich gerade gesehen, da ist ein Turm. Och. Ja, hier gibt es immer eine Menge an Schätzen und es ist echt... Also ihr müsst wirklich immer in die Umgebung so ein bisschen gucken. Da findet ihr dann immer noch was. Und vor allen Dingen, wie gesagt, oftmals genau hier unten drunter noch. Und es ist der Wahnsinn. Man findet echt eine Menge.
So, jetzt wollte ich mal gucken, weil der obere Bereich ist schon bereits begangen worden. Aber doch ist immer noch Kultur. Ich muss mal gucken. Emis Stadt. Da ist er. Mensch. Oh, aha, wir sind einer Puta Rosa vorbeigelaufen. Die würde ich euch so gerne Du, zeigen. du, Ja. Bubu, der Turm hier hat noch seine Kommandoblöcke. Der Turm hat. Oh, warte mal, warte mal. Mal irgendwie kurz, weil ich hier hin. Okay. Da lang. Okay, hier lang. Quitsch. Et rennt. Also, Oh, das bumst er war's denn mit da schon Durchgehen. wieder rum? Du machst doch schon wieder Lärm für nix. Würde Hilfe. ich nie machen. Ja. Wenn ihr nämlich hier hochgeht, müsst ihr hier irgendwie schaffen, um die Ecke zu kommen. Da ist eine Druckplatte, genau. Und oben, wie gesagt, gibt es so einen Ofen und dort liegt eine Hatchet drin. Eine von den besonderen Steinechsen. Und guten Abend, lieber Gucci. Ich hoffe, dir geht's besser. Ist doch Schrott hier drin. Du bist nicht mehr krank. Oh. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Ah, ich würde sagen, wir schlafen. Als Wälder sind so unübersichtlich. Lass mein Bett stehen. Mein Bett. Mein Bett. Gute Geh weg. Nacht. Aua, hast du Dorn auf deinem Ding? Das sicher doch. Also, wie wer zuerst drin ist? Ich. Ey! Meinst du? Mann. So, okay. Ja, also was machen wir jetzt? Wir könnten natürlich zur Puta Rosa Ranch zurückgehen, weil ich wollte euch nämlich mal zeigen, dass es Tatsache im Kirschbiom ein Gasthof gibt. Ganz in Rosa. Aber ich denke mal, den entdeckt ihr auch. Bubo, eine Frage. Matze sagte mir, wolltest uns mal besuchen auf dem Com-Server. Genau. Wann möchtest du denn vorbeikommen? Ja, ich warte immer noch, dass ihr was sagt. Also ich bin immer montags, mittwochs und freitags auf dem Community-Server. Könnt ihr euch einen Tag aussuchen, wann ich vorbeikomme? Weil es wäre ganz schön, wenn ihr beide dann da wärt. Wenn ihr das hinkriegt. Weil ihr wisst ja, dienstags und donnerstags ist immer, es wird Pixel. Was macht ihr für komische Geräusche? Ich Entschuldigung, mache ich gar hab was keine getrunken. Geräusche. Das ist krass. Ich denke so, was machen die denn hier? Ich stehe doch ganz still. Also wie gesagt, Dienstags und Donnerstags ist immer Sweat Pixel und Samstag, Sonntag halt Momentum. Das heißt also Montag, Mittwoch und Freitag ist euch einigen. Dann schreibt er mir einfach, sagt mir euren Termin und dann, könnt ihr mich dann rumführen. Und dann mache ich einen Ausflug zu Hanna und Matze. Ich wieder kann sprechen, war aber bis heute nur im Bett. Jetzt habe ich den Schnupfen. Oi, oi, oi. Ja, mach dir nichts draus, Gucci. Trotzdem noch gute Besserung. Wie gesagt, bis zum Wochenende ist ja noch lang. Aber wäre schön, wenn du bis zum Wochenende wieder fit bist. Weil fehlst uns. Ja. Aber sicher doch. Ja. Das wird nämlich so langsam ziemlich anstrengend. Warte mal ab, bis Gucci da ist. Mit dem ist das richtig anstrengend. Das meine ich eher weniger, sondern es wird langsam anstrengend, das alles aufzufüllen. Ja. Genau, Gucci. Weil wir brauchen nämlich deine Word-Edit-Kenntnisse. So, Ich okay, auf jeden Fall, wie gesagt, ja, was machen wir jetzt? Also,
Weil zurücklaufen ist jetzt auch doof, weil das ist relativ weit weg. Wir sind genau dran vorbei. Das ärgert mich jetzt. So, ich guck mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung. Ich muss mal gucken. Wo ist denn? Oh Gott, sind wir weit. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung Süden. Ah, ist das schönes Wetter heute? Ja, beschmeißt mich mit Dreck. Wie soll ich das verstehen hier? Ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung Süden, weil da ist nämlich noch nicht aufgedeckt und wir nähern uns dann dem Spawn sozusagen. Und vom Spawn kommen wir ja ganz schnell im Grunde genommen jeder zu seiner Base. Ja, und vor allen Dingen wollen wir ja nächstes Wochenende noch auf Abenteuer gehen, Gucci. Weil gestern konnte ich ja leider nicht. Sorry. Oh, Da, sorry, es war so okay. gefährlich. Nee, ich würde sagen, wir laufen jetzt nach Süden. Richtung Spawn. Ich hoffe, dass das richtig ist. Warte mal, ich muss mal gerade ein bisschen Zoomi-Zoomi machen. Ja, südöstlich müssen wir. Ein bisschen südöstlich. Das kriegen wir hin. Jo. Dann kommen wir nämlich am Spawn an und von da aus können wir dann weiterreisen. Das ist doch schon mal gut. Da, 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 da. Strategisches Geheimnis. Und hier gibt es ganz viele Dinge noch zu entdecken. Neben der Strecke, die ich gelaufen bin. Weil ich habe hier schon auch eine ganze Menge aufgedeckt. Aber so werden die Streifen halt immer breiter. Das ist doch gut. Hallo, Schaf. Ja, hier sind eine Menge Schlamm. Hallo, Fluss. Ui. Ui, das ist ein tiefer Fluss. Oh. Oh. Ui. Hier geht's aber ganz schön tief runter. Ui. Ui. Nicht schon wieder eine Höhle? Ui. Hier könnte man gut eine Festung einbauen. Ja. Usimo, bring sie nicht doch auf komische Ideen. Ja, ich glaube, es ist besser, wir bringen ihn zurück. Der hat schon Bauentzug, ich merk's. Ganz schlimmen Bauentzug hat er. Er will gar nicht mehr hier weg. Oh. Da die, da da, da die, die, die. Aha. Dana. Ich denke mal, wir werden noch viele schöne Höhlen hier entdecken. Wenn ich da so auf meine Map gucke. Och, bitte nicht Das regnen jetzt. jetzt. Das ist unfair. Jetzt, wo wir Was über seid ihr denn? Land wandern, das ist doch gemein. Da wird man doch Was ganz seid ihr nass. denn? Im Wo seid Wald. ihr denn hin? Ihr wohnt denn? Richtung Süden. Ah. Richtung Süden? Ja. Ja. Okay. Es komm, ich schick den Schlaf, Schlaf. Schwein vorbei. Ich hab dich gefunden. Ja. Kommt zwei Schweinchen auf dich. So. Ah, das wird die, ihr seid doch echt Schweinemörder. Ganz böse Mal, da ist noch ein Schweinemörder. Schweinchen. Schweinchen, geh weg. Ich will nichts sehen. Nein, ich will nichts. Ich bin weg. Da ist schon wieder eine Höhle. Da, 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 da. Ich sagte, hier kommen richtig. Wow. Wow. Da, ich mach mal einen Schädel aus, dann sieht er das besser. Schaut mal. Wow. Hier ist keine Höhle, hier ist keine Höhle, hier ist keine Höhle, hier ist Oh, keine Höhle. wow. Oh, wow. Keine Oh, Höhle. wow. Hier ist doch eine Höhle. Oh, wow. Oh, ich bin aus Versehen runtergefallen. Oh. Ups, ich bin ganz unten. Ja, so ganz zufällig. Na, 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 na. Und ich bin wieder oben. Hopp. Jetzt. Hoi. Verstecken wir uns. Wir sind in einer Schlucht. Ich will ja nichts sagen.
Das sieht aus. Kann man da was reinwerfen? Warte mal, ich versuch's mal. Werf. Ich habe schon wieder Diamanten gefunden. Oh. Okay, wir lassen uns mal häuslich nieder. Was hältst du davon? Ja. Ah, oh, jetzt fängt ja schon wieder gut an. Nein, das ist nass. Ah, bauen uns jetzt einen Unterschlupf, bis der Herr fertig ist mit Manten. Wo seid ihr denn? Durch uns. Seid ihr noch in der Höhle oder seid ihr wieder oben? Nein, wir sind halb hoch. Kuckuck. Was denn? Das ist ein Ich bin Zwiebelkuchen. aus. Ein Lächeln. Huhu, such uns mal. Folge der Schluch hoch. Folge der Schluch Richtung östsüdlich, südöstlich, östsüdlich, südöstlich. Wir sind in der Schlucht, im Trockenen. Ich wäre schon wieder verfolgt hier. Fusi liegt hier auf dem Bauch auf seinem Bett. Immer diese Paparazzi. Also der Paparazzi. Ist schön. Genau. Warte, mach noch Licht an. Da. Mal sehen, ob er es findet. Er sucht, er findet. Gute Nacht, liebe Christa. Oh! Oh, nein. Kuckuck. Oh, hab ich mich jetzt. Vor allem bin ich voll harmlos hier am Trinken. Oh, mein Herz. Oh, oh mein Gott. Kuckuck. Kuckuck, ja, Kuckuck. Jetzt habe ich den ganzen Schrott hier alles in meinem Inventar. Hat die Musi-Wurm im Inventar. De. Da, wenigstens hat es jetzt aufgehört zu regnen. Ist doch schon mal was. Okay, dann würde ich sagen, hast du die Höhle hier unten gesehen? Oh. Das ist krass. Okay. Na gut. Wir wollen ja weiter. Boah. Ah ja. Du siehst, Marina, wenn man mit denen unterwegs ist, muss man sich auf alles gefasst machen. Es ist Ja. wirklich. Die haben nur Blödsinn im Kopf. Nein. Nein. So, jetzt packe ich meine super Schaufel auf. Ah, hoffe nach oben. Ah. Jetzt können wir die Marmor benutzen. Laufen sie extra andere Wege, damit sie meinen Müll nicht aufsammeln. Da, da, di, da, 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 da. Da gibt es ein ganz großes Ein ganz großes Steinplateau, ja, hier unten. Da, 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 di, da, 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 la, 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 la. Steinplateau. Und Schweinchen. Das ist aber wirklich gut. Wow. Ich höre Schweine sterben hinter mir. Wieder Kohle ohne Ende. Ja. Opa.
Da fängt schon wieder der Schnee an. Ich hoffe, ihr habt beide eure Schneeschuhe noch. Ja. Nein. So, Schneeschuh. Was braucht man nicht? Wir buddeln dich schon aus, ja. Was ist denn das schon wieder? Warum ist hier schon wieder... Hopp! Das weiß nicht dein Ernst, oder? Ich wollte darüber. Hopp! Jetzt. So wollte ich springen, aber ich bin mit meinem Finger von meiner Tastatur. Und ein Reason Raid kommt rein. Hallo Unioner und Zuki und Grenzritter. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Und schön, dass ihr da seid. Wir sind hier gerade so ein bisschen auf dem Rückweg zu meiner Base. Also wir laufen quasi jetzt Richtung Spawn. Weil, schaut mal, unser Inventar ist prall gefüllt. Wir haben ganz viele Dinge wieder eingesammelt. Und wir versuchen Höhlen zu umgehen, weil wir sind jetzt schon ein paar Mal in ein paar Höhlen hängen geblieben. Weil die sind hier so phänomenal. Und da gibt es so viele Diamanten. Ja, denn wir können ja Special Höhlentour ja machen. Wir haben ja gesagt, wir machen nochmal eine Tour in der Ancient City und so. Das können wir ja alles machen. Weißt du, wo eine ist? Ich weiß, wo eine ist. Ja, ich weiß auch, wo eine ist. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch ein bisschen durch unberührte Gegend wieder laufen. Damit wir natürlich wieder Dinge entdecken. So, und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe Schneeschuhe an. Unser lieber Kai meint, ohne zu laufen, ein kurzes Hallo Bubu und Chat. Hallöchen. Und hallo Nico Gaming. Herzlich willkommen. Du sollst ihn nicht einbuddeln, sonst buddelt er dich nachher nicht aus. Und vielen, vielen lieben Dank für dein Abo. Dankeschön, Dankeschön. Freue mich. So, okay, ich muss immer noch ein bisschen um mich orientieren, ja. Wir müssen mal zwischendurch auch wieder die Map aufmachen, damit ich ein bisschen mehr Durchblick hier habe, wo was ist. So, wir müssen mal wieder ranscrollen. Okay, hier momentan ist mehr Schnee als was anderes. Aber ich denke mal, jetzt holt ihr mich hier vom Baum oder was? Ihr seid frech heute. So, jetzt renne ich. Mal sehen, ob er hinterher kommt. Ein Fuchs auf der Flucht hier sozusagen. Ich hör's knabbern hinter mir. Spätestens bei der nächsten schönen großen Höhle finden sie mich eh wieder. So. Oder wenn ich essen muss. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir hier ein bisschen auf dem Weg nach Hause, also Richtung Spawn, weil vom Spawn, wie gesagt, kommt man ja bei mir relativ leicht in meine Base. Und wir haben jetzt die Mission quasi gehabt, einmal die World Border zu entdecken. Und da ist ein Dorf. Also wie gesagt, die World Border zu entdecken. Hallo ihr da. Sag mal, ich will mithüpfen. Komm, hüpf mit. Wir hüpfen jetzt mit den beiden da zusammen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir dabei, Weizen zu sammeln. Also Weizen, Heuballen. Ja, weil ich muss ganz viele Matschepappe machen für meine Steampunk-Base, wo ich viel von dieser Matschepappe. Und also diese Matschefliesen, also ihr versteht, was ich meine, diese Schlammfliesen. Und bei der Gelegenheit, wie gesagt, habe ich mal eine Tour mit den beiden zur World Border gemacht. Einfach mal auch, um zu gucken, wie lange braucht man dahin und wie weit ist meine Base eigentlich wirklich davon entfernt, weil wir waren eigentlich immer der Meinung, die ist relativ nah, ist sie aber nicht. Das ist alles viel größer als gedacht. Laufe ich hier eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Autsch. Das ist sehr hübsch hier. Ein sehr großes Dorf, sehr hübsch.
sehr unübersichtlich. Ihr solltet mal ein paar Bäume fällen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir jetzt so Stück für Stück auf Mission nach Hause. Unsere Inventare sind mehr wie voll. Und wir haben schon ganz Nö. viel Zeug in andere. Ich will jetzt mal gucken, was da hinten. Wo bist du denn? Im Wasser. Im Boah, Brötchen? schaut euch das mal an, wie tief das hier ist. Hier gibt es einen ganz kleinen Spalt, da bin ich durch. Ah, oh, kann ich eigentlich am Boot nehmen. Haben wir Wusi Hier. verloren? Nein, Gott, nee, der okay. Warum läuft. geht mein Boot? Gut ausgesehen haben gerade. Okay, Ja, das sah gut aus. machen wir noch mal. Es geht bestimmt noch mal. Was ist Boot rund untergegangen? Ja, ich mache aber meine andere Kameraperspektive ein. Und ich esse mal vorher, weil das war ja richtig witzig gerade. So, machen wir noch mal aus der Perspektive. Ja, ich fahre da noch mal lang. Ja, ich habe mich ja hier relativ dicht da. Es sind schon zwei Boote dort unten. Das ist sozusagen eine Bootsstapelanlage. Oh Mann. U-Boot, ein U-Boot, ja, genau. Oh Mann. Also läuft das schon die ganze Zeit ab hier. Nur Blödsinn. Dann legst du dich ins Bett in einer wunderschönen Höhle, vielmehr setzt du dich hin mit Wusimu, weil Kai Diamanten suchen ist und wirst mit einem Kabumm in die Luft gesprengt. Ja. Haben uns gepflegt bei die Hütte in die Luft gesprengt. Wie wär's? Musimu? Musimu? Ja, ich hasse Was macht ihr denn da schon wieder? Ah, doch, vorne bist du. Ich trau euch nicht heute. Ihr schon so lacht immer. Ich weiß ich was schon, da kommt irgendein Unsinn wieder. Okay, wir paddeln einfach schneller. Okay, mal schauen, ob wir hier noch was finden werden. Du wirst dich wundern, wenn mir gleich irgendwie während der Fahrt mein Boot abhanden kommt. Das kenne ich. Ruder so vor mich hin, ne? Das kennt er ja schon. Und dann, so plupp, und mein Boot ist weg. So, wir müssen jetzt trotzdem leider etwas klettern. Ich bin ganz erstaunt, mein Floß habe ich schon von Anfang an. Das ist richtig cool. Ja. So, denn Ich eine habe es Runde nämlich schlafen verloren. gehen. Hier ist übrigens eine Höhle. Sag mal, gehst du mal aus meinem Bett hier? Geh aus meinem Bett. Mann, Toll. gib mein Bett her. Du bist ja schlimmer wie meine Frau. Bett. Da hoffe ich doch. Oh mein. Bauchweh. Ja, grundsätzlich. Wenn wir zusammen Bauchweh von spielen, gibt es Lachen. nur mal Bauchweh. Da musst du dich dran gewöhnen. Am besten immer Beruhigungstee bereitstellen. Ah, klettern wir mal wieder einen Berg hoch hier. Toll. Erster. So, ich habe was gefunden. Einfach geradeaus. Habe ich dieses versehentlich mit der Axt erwischt, Busimu? Hat dann einfach so einen Knall gegeben. Ich habe keinen Schaden. Ich dachte, du hast in deine Rüstung gepuppert. Da knattert das auch so.
ich hab was entdeckt. Kommt mal schnell. Wow. Cool. Schaut euch mal die Festung an. Da wohnen Eismenschen drin. Der wurde krass generiert. Wow. Was ist denn da Schönes drin? Sollen wir die mal bluten? Eine ganze Menge schöner Dinge. Weil die die Eisteilchen da drin, die sind ziemlich übelst. Also ich sag's nur. Wow. Krass, da ist ja oder? Noch mehr da unten rüber. Ja, ja. Der Eingang ist nur etwas seltsam, weil wenn du da durchs Tor gehst, fällst du in die Tiefe. Da unten sind es schon Eismenschen. Hallöchen, Lucien. Es ist ein bisschen komisch generiert hier. Ich verabschiede mich, werte Bobo, und lieber Aschett, wünsche allen eine gute Nacht. Ja, schlaf schön. Da oben seid ihr. Ja, ja, immer noch, ja. Was machst du da unten? Weißt du nicht. Ich schmeiß mit Schnee. Okay, dann müssen wir mal sehen, dass wir da irgendwie auf die andere Seite kommen jetzt. Lass mal gucken, ich glaube. Also ich lasse euch auf jeden Fall den Loot, sage ich. Oh Gott. Okay. Lass mal gucken. Ich habe einen Wassereimer. Ja, jo. Dann wassern wir uns mal durch die Gegend. Ich habe auch einen. Hui. Okay. Au. Kacke. Voll. Du gehst da runter und ich werde angeschossen. Sehr nett. Attacke. Da haben wir keinen Horn an, du stirbst. Hey, da haben wir keinen Horn mit. Okay, hier ist keiner. Hier einer oben. Nein, hier ist auch keiner. Ist da einer drin? Da ist einer. Da ist doch einer. Und weg ist er. Ja. Machen wir doch mal kurz einen Prozess mit den Nervensägen hier. Bettchen anklicken. Naja, hier musst du schnell sein, weil die haben es richtig in sich. Naja, so blubbert das hier so? Blubberpfeiler. Das ist Langsamkeit. Okay, dann bin ich ja noch relativ schnell hier unterwegs. Das ist gut. Langsamkeit? Ja, Langsamkeit. Ich bin nur gespannt, wie wir da oben hinkommen. Geht ganz einfach. Hey, er hat dir gesagt, dass du mich anschießen sollst. Dir geht's wohl nicht ganz recht. Erzieh dich. Okay. Du verziehst dich hier auch. Echt, ey. Was machen die hier alle? Blöd aus der Wäsche gucken. Okay. Also hier, wie gesagt, kann es gut sein, dass hier zwei solcher Dinge ineinander gespawnt sind. Das sieht mich sehr danach aus. Das geht in die Höhle rein, ne? Also notfalls müssen wir hier durch die Wand gehen. Wie krass ist das denn? Ja, toll. Ich habe den Eingang gefunden. Ja, toll. Du hast den Eingang gefunden, ich habe das Loch gefunden. Danke. Hier schon wieder unten irgendwo. Mann, sag mal. Schaffe ich es hier mal? Dieses Eis macht... Ui. Mach dir hier Licht an. Ist ja eklig. Ja, Licht muss sein. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Okay, ich mach mal Licht an. Da. Ich geh mal da runter. So das, ich geh mal nach oben. Ja, jo. Wir gehen rechts, wir gehen links, wir gucken überall, wo die sind. Klar könnte man sich jetzt auch an der Map orientieren, aber so macht's viel mehr Spaß. Mal gucken. Das ist eine Riesenanlage. Ich finde das vor allen Dingen voll cool, weil die ist Tatsache so richtig, ja, nicht gleich so einzunehmen halt, ne? Also manchmal sind hier auch ein paar mehr und da ist das so ein bisschen schwierig. Der ist auch geschickt. Hatsch. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Tage Langsamkeit oder so. Okay. Bin ja mal gespannt, wie gesagt, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wenn alle leben, wieder rauskommen, ich werde mal meine... Autsch! Oh, war Dings, ey.
setzen. Alter, ich hab doch Milliarden Stein. Band. Ja. Ich habe noch ein paar Goldäpfel dabei, wenn jemand möchte. Doch, da kann man die Treppe hochgehen. Ist doch viel einfacher. Heiß, eine Treppe. Heiß, Treppe? Wo ist Treppe? Ja. Da ist keine Treppe. Hier ist ein Haus. Jetzt bin ich wieder unten. Voll. Ja, siehst du? Keine Treppe. Ich du bist schuld. Bin hier schon irgendwo unter dem Ding. So, ich muss mal was essen. Okay. Hab nur noch 3 Fackeln, das ist nicht gut. Au, ich hab's gewusst, dass der mich hier wieder runterschmeißt. Ach. Oh, dir mit meiner Schaufel um die Ohren. Ich hab's nicht. Der ist stark. Brauchst du was zu essen? Ich habe noch jede Menge. Jetzt bin ich ganz langsam. Ja, ich brauche nicht unbedingt Fackeln. Nein, ob du was zu essen brauchst. Nee, Essen habe ich genug. Fackeln kann ich dir auch mitnehmen. Ja, ich muss hier nämlich erstmal ausleuchten, sonst haben wir hier ein Problem gleich. Ich mach hier ein paar. Okay, jetzt muss man sehen, wie wir da hochkommen. Hallo, Wusi. Okay, wir haben hier schon das nächste Problem. Gehen Sie weg. Langsam sind wir schon. Da können wir die Dinger auch alle kaputt machen, habe ich jetzt aber nicht wirklich Lust. Ich will erstmal hier die Heinis wegkriegen, alle. Weil da oben werden richtig viele sein. Ja. Mhm. Also wie gesagt. So, bleib mal stehen. Bleibst du jetzt mal stehen? Hallo, Hubu. Stopp. Na, guck. Du wolltest doch Fackeln haben. Hier. Ja. Dankeschön. So. Ja, du musst auch nehmen. Ja, oh, ich hab mein Inventar ist. Wenn hier irgendwo eine Kiste ist, dann werde ich auch was benutzen. Ja, ich helfe mir nicht zu hauen hier. Okay, hier gibt's ganz viele geschnitzte Kürbisse. Die brauche ich nicht. Und Schnee und Eis. Und noch ein Turm. Ja, jo. So. Okay. Jetzt, Welchen hat dich angegriffen? Wir stürmen die Bastion, wir stürmen die Bastion. Nieder mit dem König. Nee, das war was anderes. Das Problem ist, dass der Eingang zur anderen Seite guckt. Das kann also gut... Aua. Er hat mich hier angeschossen. Au, es tut weh. Es ist unfair. Oh, da unten. Uiuiui. Ja, deswegen sage ich, ihr müsst hier echt aufpassen. Weil da hinten ist nämlich auch noch ein Turm. Der Eingang ist hier. Ja, Eingang gefunden. Moment, ich muss erst noch hier ein bisschen aufräumen. Ja, wir auch. Hier gibt es diese Langsamkeitspfeile. Ja, hier auch. Oh, und hier ist eine Riesenhöhle hinten dran. Ja. Okay. Ah, anscheinend ist der Rest von der Burg hier in die Tiefe gestürzt. Er hat sich versteckt. Ja, komm von der anderen Seite. Du bist ja wohl Link. Du bist ja wohl Link. Die schieße ich ja einfach von dem Ding runter. So, die Schweine sind schon gerettet. Okay, ich hätte ein Bettchen. Warte mal, ich muss erstmal mein Inventar hier lang. Es ist ja. Wo seid ihr denn gewandert? Warte, ich mach Licht an gleich. Ich stell nur mal mein Bettchen auf. Gut schlafen. Und Lady Heidi. Einen wunderschönen guten Abend zusammen zu später Stunde. Das wünsche ich dir auch, liebe Lady.
Und Chefboss celebrates 15 Months of Membership. Seit anderthalb Jahre, ja. So lange ist unser Chefboss-Player schon dabei. So. Ja, ja, also das Problem ist, also dass man hier sehr viel Loot kriegt. Und ihr seht, wir sind ja noch nicht mal im inneren Schloss hier drin. Das geht nämlich hier erst rein. Ich habe kein Feuerzeug. Hat einer ein Feuerzeug von euch? Da könnte ich hier die Kerzen anmachen. Hier gibt es ganz viel Gold und sowas. So. Wo bist halt ihr denn? Ich bin auch da rein. Na dann komm. Ich sitz hier. Wo seid ihr denn rein? Wo seid ihr denn reingegangen? Im Eingang. Wo ist der denn? Warte, ich hol dich. Warte mal. Komm mal auf die Seite. Ja, durchs große Tor. Und wenn du durchs große Tor kommst, dann links lang und dann siehst du mich. Links. Wo ist denn das große Tor? Links. Oh, warte mal. Kommen Sie mal hier. Ach da, ich hier seh... ist ein großes. Hallo Igel. Komm mit Igel. Ich führe dich. Ja, geht noch. Komm, war schon schlimmer. Geh weg von meinem Thron hier. Mein Thron. Ich. Da. Da geht's rein. Ja. So. Jetzt könnt ihr looten und ich sitze hier ganz gemütlich. Knabber mein Brötchen. Ihr dürft mich Ehrerbietung bringen und so. Meinen Thron stehen lassen. Ja, die sind nämlich in der Lage und bauen den hier noch ab. So, und ja, ihr müsst ja ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen tricky hier. Hier gibt es nämlich überall Gänge hoch und runter. Und da kann es auch passieren, dass die manchmal echt mies auflauern. Es kann auch... Die haut hier mir ständig ab. Ja, Treppenhaus. Hallo. Ich bin hier irgendwo in dem Turm drin. Ja, dann bist du doch... Guck mal da. Hallo, Wussibu. Hallo. Hallo, Kai. Ich hab hier eine Leiter gefunden. Ah, ja, das falsch. Hallo, Wussibu. Och, hier ist schon wieder hier. Komm, verzieh dich. So, ich mach mal Licht ein, damit die bei. Hier gibt's ein Bettchen. Aber ich hab kein Feuerzeug. Hat denn keiner ein Feuerzeug von euch? Damit wir hier mal die Kerzen anmachen können. Denn das. Da. Ihr seht, das ist hier schon sehr verwirrend. Rechts, links, geradeaus, so. Überall, Kisten. Noch mehr, Dann kann man hier auch noch hoch. Und da runter und rechts und links und... Oh. Also ihr seht, es ist Unmengen an Loot hier drin, ne? Ah ja, okay, dann werden wir uns mal den Herrn da auf dem Turm vornehmen. Hallo, man sollte nicht mit dem Boot schießen, sondern mit dem Bogen, glaube ich. Das macht mehr Sinn. So, der ist auch weg. Da drüben ist noch ein Turm mit Truhe. Also ihr seht, das ist richtig so, ja, wie eine Festung halt ist, ne? So mit Mauer außenrum und richtig cool. Hier kann man dann auch mal übers Dach gehen. Da sehe ich die denn besser, wenn die da irgendwo... Ich gehe mal hier so in den Mittelpunkt, bitte, das, wo es diese Anlage ist. Schaut mal, das ist die Anlage. Riesengroß. Er ist wirklich riesengroß. Und es gibt doch einige von diesen netten Herrschaften hier. Ja. Ich habe ein Feuerzeug gecraftet. Okay. Dann kannst du die Kerzen ja mal anzünden. Es ist so dunkel. Okay. Da. Kerzen. Ab. Au! Wer schießt mich hier? Wo schon wieder? Gehen Sie weg. Hab sie nicht eingeladen. Ich hab's. Ja, wo nicht sehen. Muss irgendwo noch einer sehen. Au!
Was bringst du da auf dem Dach rum? Geht's wohl nicht gut. Bubu? Ja. Ich habe da was gefunden. Das ist gut. Ich habe auch was gefunden. Du wirst ja glücklich, wenn ich dir das zeige. Ja? Oh, hier gibt's ganz viel gebratenes Hühnchen und noch mehr Emeralds. Ich mache nämlich gerade die Typen hier mal eine Runde platt hier, weil sie ja Unwesen treiben. Bin schon wieder langsam unterwegs hier. Okay, und ihr könnt hier halt auch richtig rumlaufen. Finde ich richtig cool. Das ist eine richtig tolle Anlage. Schaut mal. Guck mal. Da laufen die beiden. Man sieht sie von hier. Stell dir mal vor, weil die ist ja so ein bisschen ramponiert, wenn man sich die hier wieder aufbaut. Aber ich denke mal, wir haben jetzt so gut wie alle bis auf außen. Innen drin? Nee, da müssen noch welche sein. Da sind noch welche übrig. Okay, wir laufen mal weiter. Wie lang das hier? Wahnsinn. Aber hier ist Schluss. Da kommen wir nicht weiter. Quatsch. So, der Eingang wieder. Ja, die meisten sind außen jetzt. Wie findet ihr dann die Anlage? Findet ihr die übertrieben groß oder ist die cool? Ja, man muss sich erstmal zurechtfinden. Ja, vor allem muss ich echt aufpassen mit diesen Viechern hier, weil die stehen echt manchmal so voll hinter der Ecke. Und dann seht ihr die vor lauter grauen Steinen immer nicht. Da kommt schon der nächste wieder. Naja. Hopp. Okay. Aber innen drin könnte gut sein, dass ich die... Ein, zwei. Es kann auch sein, dass hier ein Spawner irgendwo ist. Das kann auch sein. Ich habe noch keinen entdeckt. Nee, ich auch nicht. Aber manchmal stehen die wirklich sehr gut versteckt, muss ich dazu sagen. Dass man die echt nicht findet. Was ja auch nicht so schlimm ist, weil wenn wir hier quasi raus sind oder so, wir nehmen ja auch nicht alles mit. Aua. Die anderen sollen auch ihren Spaß haben. Dann haben die anderen halt auch ihren Spaß, genau. Man kann sich hier versuchen. Okay, ich schieße mal hier. Das geht natürlich nicht. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Hä? Das sind zwei. Hat ja keine Tür hier drin. Ach, die Tür ist zu, deswegen. Okay, dann müssen wir hier mal irgendwie uns... Das sind drei Iglus anscheinend. Nein, zwei. Ja, mal gut. Ich bin irritiert hier gerade. Okay. Standrechtlich erschienen. So, gehen Sie weg. So. Okay, weil hier... Der Raum hat hier nämlich keine Tür, weil das sind zwei Iglus im... Ja. Ich versuche mein very best, alle hier auszurotten. Da steht der nächste, seht ihr? Oh, wieder welche. Ich schleiche mit einer Kette an meinen Pfoten über diese wunderschöne App hier. Aber ich denke mal, ja, ich würde mal sagen, ja, innen haben wir jetzt soweit alle ausgerottet. Ich glaube, die restlichen sind alle. Ja, dann kann ich mich ja geruhsam in meinen Thron wieder sitzen. Sag mal, das wirkt doch gleich viel gemütlicher. Mein Inventar hier aussortieren. Da rein, die da rein. Dann darf ich nicht vergessen, dass ich nachher ein bisschen Milch noch mitnehme. Meine Milch ist nämlich alle. So, wie steht mir denn der Thron? Ist der nicht schön?
Guck mal, was ich hier habe. Oh. Eine Wildnis-Rüstungsbesatzscheibe. Dankeschön, dankeschön. Dann müssen wir den nur noch ein bisschen vermehren. Ja, ein paar, wie gesagt, habe ich ja schon. Aber nicht viel. So, ja, was machen wir? Also ich habe ja auf der Map mal gezeigt, wie riesig das Ding hier ist. Das ist, wie gesagt, eine Riesenanlage. Und, ach, so ein schöner Schreibtisch. Und hier findet ihr halt alles Mögliche an Eissorten und solche Dinge. Und es geht schon wieder die Nacht. Okay. Ich bin jetzt König. Hier sind meine Untertanen. Ja, ich liege im Bett. Was Besseres zu tun. So, mal was kurz Schluck trinken. Ja? Yum, 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 yum. So, Bettchen wieder einsammeln. Also ihr seht, ihr findet ja auch richtig große, fette Strukturen. Ich stelle mich mal nochmal hier hin, damit ihr das nochmal sehen könnt. Genießt die Größe von diesem Ding hier. Also außen haben wir da noch ein paar, die da rumgeistern, aber es ist nicht weiter dramatisch. Es gibt hier, glaube ich, auch ein kleines Pilgerlager in der Nähe und wieder ein Turm da in der Nähe. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt Richtung Süden, sprich nach Hause. Und ja, habt ihr denn jetzt alles soweit gelootet und haben wir alle soweit vernichtet, dass wir nach Hause gehen können? Mhm. Okay, denn wo seid ihr? Moment, ich bin gerade dabei, noch ein bisschen anzuziehen. Ach, ach, Musimo ist da. Ich stehe hinter dir. Hallo, hier auf dem Podest. Ja, muss noch schnell ein am Bett Haus. Holen. Oh. Ich habe mal ein. Dass diese Bett Jungs irgendwie auch immer vorher Pipi machen müssen, das ist richtig schlimm. Immer muss ich warten. Ein Pipi-Meier. So. Weil wir müssen ja Richtung Süden. Und ja, es wird noch richtig lustig. Muss mal kurz pegeln hier. Okay. Ich würde sagen, da so links und dann der Berg drüber, oder? Ja. Also sonst, weil Absturz möchte ich hier nicht. Einfach hier so. Ich meine, da ist auch wieder eine Höhle, nicht, dass die Wusimu noch entdeckt. Ja, ja, das Höhle ist immer ganz schlimm. Und der vor allen Dingen, warte mal, ich habe noch ein kurzes Gespräch zu führen mit dem Herrn dahin. So, ist leider in Ohnmacht gefallen. Tut uns aber leid. Okay. Auf geht's in den Süden. Also ihr seht, ihr könnt richtig fette, große Strukturen hier finden. Die gibt es übrigens nicht nur auf der Erde, sondern sie gibt es unter der Erde. Und ja, mehr verrate ich nicht. Weil, wie gesagt, im Momentum haben wir da auch so ein paar Dinge vorbereitet. Und ich sag mal so, von daher wissen wir nun, dass es ein paar Dinge noch mehr gibt. Noch ein paar Dinge mehr gibt, die wir entdeckt haben, ne, Kai? Ja. Als wir das Abenteuer vorbereitet haben. Hier ist wieder eine wunderschöne Windmühlen Ruinen ich pinsel mich tot Stadt. Ja. Und von daher kann ich euch nur empfehlen. Ja, mache ich, Gary. Und schaut auf Momentum. Genau. Dann entdeckt ihr nämlich noch ein paar Dinge mehr. Ich habe Heu gefunden. So gibt. Sehr schön. Also ihr seht, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und es, aua, ich stecke schon wieder in einem Loch. Hier ist noch mehr Heu. Oder war es das, was du entdeckt hast? Oh, hier ist wieder eine Statue. Ah ja, und dann dieser Blick hier. Stellt euch mal vor, ihr baut diese Stadt hier wieder auf. Genau, ab in den Süden. Viel zu viel Arbeit. Ja. Meine Insel reicht mir. Ja. Ja, unten gibt es noch ein fast intaktes Haus. Schaut mal. Okay, wir müssen mal drumrum. Ah ja. Manchmal. Wow, au, 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 au. Nicht so einfach, hier irgendwelche Türen zu finden. Ja, sieht.
Hallo. Hey! Immer wenn ich denke, yeah, ich hab die Tür gefunden, ich bin im Haus drin, kommst du rein, wo ist sie schon da? Oder Kai? Oh, yeah. Wenn du so langsam bist? Bin ich langsam. Ich buddel mich nur nicht durch die Fenster und Türen. Ja. So. Boing, 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 boing. Also ihr seht, das ist eine relativ große Ruinenstadt hier. Geht, glaube ich, fast bis zum Wasser runter. Hier ist das Wasser schon. Yay. Und am Strand. Sehr schön. Echt Wahnsinn. Ich habe mich die Brust verlaufen. So. Ein Glück habe ich Federfall. Jetzt müssen wir langsam mal gucken, ob wir hier vielleicht doch mal langsam eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Ich hoffe, dass eine kommt bald. Und müden Pfoten vertreten hier, weil wir haben es ja schon fast Mitternacht. Oh wei, wie die Zeit wieder vergangen ist. Das ist ja echt schlimm. Aber ihr merkt eben, auf dieser Map, wie gesagt, durch dieses Abenteuer, das Jagdfieber, was man hier entwickelt, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer der Gründe, wo man die Zeit hier total vergisst. Also da kommen schnell mal ein paar Stunden zusammen, die ihr spielt, ohne dass ihr also es merkt. Bis zu mir nach Hause sind es nur 20.000 Blöcke. Nur. Nur, sagt er. Okay. Na gut, dann fahren wir noch ein Stückchen und dann schauen wir mal, ob wir eine Übernachtung, ein Dorf oder irgendwas finden. Ich mach mal nochmal die Map auf. Also wie gesagt, auf dieser Insel ist nämlich nichts. Das heißt, es könnte sein, dass weiter vorne unser heißgeliebtes Eis wieder auf uns wartet. Wie schön. Oh. Eisrennen. Boing. Ui, oh. Wir könnten natürlich auch unterirdisch. Guck mal da drüben. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich muss sowieso meinen Wassereimer füllen. Ui, ui, da. Und. Ja, ist wieder ein wunderschönes unterirdisches Dorf. Ich muss Wassereimer füllen. Okay. Hast du oder ich? Da Wasser sitzen. Okay, er macht's. Okay. Okay, wir haben zwar kein Inventar mehr in dem Sinne, aber es ist ein guter Ort, um freundliche Villager unten zu treffen, mit denen man ein bisschen verweilen kann, bis die Reise dann weitergeht. Weil, wie gesagt, es ist gleich es ist schon halb Mitternacht und meine Hundis müssen nämlich raus. Usi muss schon wieder abgehauen. Er ist da schon unten. Er ist schon unten. Ah, ich komme auch. Wow. Oh nein, Bubu! ich bin übrigens am Spawn. Was aber nicht weiter schlimm ist. Was nicht weiter schlimm ist. Weil ich sag's jetzt mal so, wie es ist, dadurch, dass Mia ja hier ganz besondere Rechte zuweilen kommen, kann ich natürlich mich wieder zurückporten. Das ist klar, ich lasse die beiden ja da nicht irgendwo in der Pampa verrecken. Also werden wir mal schauen. Das Problem ist nur, wir müssen mal gucken. Wartet mal. Tu dich doch einfach zu uns porten. Ja, ich kann einfach das machen, Teleport, also wie gesagt, ausnahmsweise, aber das mache ich auch nur, wenn wir halt im Stream sind. Ich müsste dann aber irgendwie meine Sachen hier. Da, mein Grab. Hier. Okay. Gut. Da oben drin. Was, da oben drin? Oh, da oben. Da im Wasser. Da im Wasser. Ah, hier. Da bei der Nase. Okay. Okay. Und schon hat man sein Zeug wieder, ja, wenn man nein, hast du nicht. Ja, warte. Ist alles im Trichter gelandet? In den Trichtern drin. Ja, ist nicht weiter schlimm. Alter. Trichter ist besser wie, ihr versteht schon. Die Laber. Ich hoffe nicht, meine Sachen werden gebrannt. Ich kann Kohle drin. Davor habe ich gesagt. Mal. Meine Hosen anziehen. Ich habe so viel Gerümpel immer in meinem Fach, ey. Jetzt.
verarbeitet mal. Dann muss ich hier irgendwie mal mein E finden. Ja, wieder blind. So, meine Stiefel brauche ich. Federn und das Zeug kann da bleiben. Ja, ich bin wieder einsatzbereit. Gut, also wie gesagt, ausnahmsweise, weil ich streame und weil ihr natürlich nicht 20.000 Blöcke erwarten wollt, bis ich natürlich bei den beiden hier wieder bin. Ausnahmsweise ein Rücktransport zu meinem Grab. Ich habe ja keinen Vorteil in dem Sinne davon. Weil mein Inventar ist voll, wie ihr sehen könnt. Es ist rappeldicke voll. Ich sollte wirklich mal den Ofen hier irgendwo lassen. Okay, ich mache mich jetzt dran, mein Bettchen hier auch aufzustellen. Genau, ich stelle unser Bettchen auf. So, und ich selber persönlich werde mich jetzt auf mein Bettchen setzen. Wo habe ich denn mein Bettchen gelassen wieder? It. Hi, das ist wie im Momentum am Lagerfeuer. Nur da haben wir hier einen Brunnen. Moment. Ja. So. So, auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir jetzt zum Ende kommen. Weil, wie gesagt, meine Hundis müssen raus und ich muss ins Bett. Ich bin mal echt hundemüde. Ich habe nicht besonders viel geschlafen in der letzten Zeit und ja. Und mein Männer muss ich auch noch anrufen. Der hat schon gesagt, sich schon angemeldet, dass er gerne mit mir nochmal reden möchte. Gut, okay, also ich danke allen fürs Zuschauen, für die ganzen Abos, die reingekommen sind und die Likes und überhaupt und so. Das ist schon ganz dickes Knuddel und Dankeschön und ja, wir sehen uns morgen Abend wieder zu Sword Pixel. Das wird auch wieder lustig, meine Tierhandlung weiterbauen, in der Hoffnung, dass kein Winter ist. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich mich eben mal kurz zu den beiden hingeportet habe. Und ja, Mittwoch geht's auf dem Community-Server weiter und wie gesagt, morgens wird Pixel mit den anderen und das wird wieder sehr lustig. Kommt gut durch die Naht, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao! Und danke an Kai und Wusi fürs Begleiten. Tschüss. Tschüss.